Hi, can I help you? Jetzt muss ich mein Display hochklappen, meine lieben Freunde. Scheiße, ich bin kaum zu sehen, ich weiß. Ja, meine Lieben, Peace. Sonst müsste ich das hier mal wegnehmen. Peace, meine lieben Freunde. Oh, boah, das ist tierisch, ey. Peace, meine lieben Freunde. Machen wir es mal so. Peace, meine lieben Raucher, nicht, bin ich ja scharf. Peace, meine lieben Raucher, Dampfer, Nichtraucher, E-Mobilisten und Kameraüberwachungsfreunde. Eine neue Überwachungskamera ist hier am Start. Upsala, hier, so muss ich es mal. Eine neue Überwachungskamera ist hier am Start. Tierisch hell, wie ihr seht. Also brutal hell. Brutal hell. Also ein Flutlichtsystem. Das werde ich euch jetzt gleich vorstellen nach dem Intro. Bis gleich. Oh, ich sehe nichts mehr. Sie hat nicht den lautesten Zustand. Ich halte sie jetzt nur, deck sie nur ab, damit wir hier nicht gleich taub werden, damit ich hier keinen Gehörschaden kriege. So, okay. So, ich mach's mal wieder aus, ne? Nochmal ein Doppel-Piece. Mütze ist schief. Jetzt wieder mit Mütze. Ihr kennt es ja schon. Mütze ist jetzt wieder gerade. Ja, meine lieben Raucherdampfer, Nichtraucher, Kiffer, E-Mobilisten und Kameraüberwachungsfreunde. Hier ist das gute Stück. Ich ziehe mal den Stecker raus. Normalerweise würde sie ausgehen. Oh, jetzt muss ich mal. Mein Tim Trogisch ist die Brille verrutscht. Ich habe ja schon Klassiker gemacht, unglaublich. Zack, ich ziehe das mal raus. Wichtig, mein extrem wichtiges Schild hier. Ah. Muss da natürlich auch hin. Ja, heute geht's um dieses Teil und natürlich um dieses Teil. Eine Full-HD-Außenüberwachungskamera. Ein richtig cooles Teil. Da kommen wir aber später zu. Und zwar, genau, damit ihr schon wisst, welches Modell das ist. Vorher machen wir natürlich einen Smalltalk. Das ist die ESCAM QF608. Ganz, ganz neu und ganz, ganz frisch im Markt. Ein ziemlich hochpreisiges Produkt, aber mit ziemlich interessanten Features, was ziemlich viele Aufgaben, ziemlich viele Überwachungsaufgaben bei euch lösen könnte. Aber dazu muss ich ein bisschen was erzählen. Ich werde das Video versuchen, nicht ganz so lang werden zu lassen. Viele kritisieren ja immer die Laufzeit meiner Videos, dass sie, naja gut, ein 1,5-Stunden-Video ist natürlich zu kurz. Ein 2,5-Stunden-Video, würde ich sagen, wird es auch wieder Beschwerden geben, dass es zu kurz ist. Und da ich nicht weiß, wie lange dieses Video wird, werde ich jetzt mal wieder einen einschenken. Ich war ja gestern einkaufen, mit dem Kona wieder rumgeheizt und einfach mal den Kofferraum voll gemacht. Also der war bis zum Anschlag voll. Ne? Also da merke ich schon, der Kona hat echt einen kleineren Kofferraum als mein Cash-Ride. Na gut, die Ladekapazität kofferraumtechnisch kann man noch erweitern, indem man den Zwischenboden rausnimmt. Das zeige ich euch vielleicht auch nochmal irgendwann. Und da unten ist nochmal ein Boden, den kann man auch rausnehmen. Und da hat man sogar noch diese Riesenmulde für das Reserverad, was natürlich nicht vorhanden ist. Das ist natürlich so ein Notflix-Set dabei. Wenn man diesen ganzen Schaumstoffkack da rausholt, dann hat man dahin richtig viel Platz. Ne? Aber da müsste man sich irgendwie was aus Gummi oder wie auch immer irgendwas zurechtbasteln. Weil nämlich in diese Mulde könnte man ganz prima zum Beispiel die ganzen Ladekabel und sowas verstauen. Ne? Könnte man natürlich auch vorne in den Kofferraum reinmachen, dass man sich einen Trunk daraus bastelt. Weil vorne habe ich auch schon gesehen, im Kofferraum ist nur so eine Plastikabdeckung. Drin, wenn man die rausnimmt, hat man da tierisch viel Platz. Da kriegt man so einen riesen Koffer, könnte man darauf schrauben, ne? Wo man dann seine Ladesachen drin hat. Finde ich auch nicht ganz so doof. Oder man packt die Ladekabel unter die Sitze. Das ging ja auch. Wobei man aber unter dem Vordersitz ein bisschen aufpassen muss. Jetzt sind wir schon mitten im Smalltalk-Part. Wobei man im Vordersitz unter dem Vordersitz ein bisschen aufpassen muss, weil da Lüftungsdüsen sind für die hinteren Passagiere, damit die dann auch genug Temperatur bekommen. So, jetzt schenke ich mir erstmal einen ein. Ob das klappt hier mit meinem Hefeweizen, wollen wir mal schauen. Also ich bin hier nicht der Hefeweizen, das Glas ist auch trocken, das ist natürlich eigentlich ein Fehler. Ne? Aber wenn man zärtlich ist, mit einer gewissen Zärtlichkeit geht vieles, ne? Ihr wisst es, auch bei den Weibern, ne? Auch wenn die nicht wollen. Ne? Ist man einfach ein bisschen zärtlich, dann kommen die gleich in Stimmung. Ne?
Na, auch wenn sie nicht, wenn sie erst abwinken und sagen, ich will heute nicht ficken, ich will heute nicht Spaß haben. Ja. Apropos jemanden, also einen verknusen wollen. Das ist, also, wo fange ich an? Ich fange jetzt mal bei dem Facebook-Forum an. Ich habe ja so ein Kona-Facebook-Forum, so werbefreie Zone. Ja, da ist ja so ein Händler hier, so ein Vermietfrägel, so ein Auto-Vermietfrägel aus Hamburg schon zweimal ein bisschen auffällig geworden. Ne? Also, so, der hat so eine bisschen wärmliche Art, muss man vor sich sein, hat so ein bisschen warme Erklärart sozusagen. Also, ich weiß nicht, was für ein Bruder er ist. Und der hat dann natürlich gleich, der war da bei mir im. Habe ich als Mitglied aufgenommen und dachte ich mir, na, normaler Mensch, weit gewählt, in kommerzieller Mission wieder unterwegs. Da hat das natürlich wieder 2 Tage gedauert, bis er wieder rumgeklingelt hat für sein Business. Na, zack, raus. Na. Wie gesagt, das hatte ich glaube ich im letzten Video schon gesagt, 6 Tage später war er wieder drin unter einem anderen Namen, glaube ich. Nee, unter seinem realen Namen war er da drin. Jan Fick irgendwas, glaube ich. Ich glaube, der hieß Jan Fick. Na. Oder Seefick? Jan Seefick hieß er, glaube ich. Jan Seefick, da war wieder in meiner Gruppe drin. Ja, dann war der so beleidigt, dass ich ihn das erste Mal rausgeschmissen habe wegen seiner Werbeaktion, dass er mir dann gleich einen verknusst wollte. So, Perle, du alter, Trübsal ist nicht das Einzige, was man blasen kann. Perle, du alter Lutscher. Und Perle, du Arsch, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, so nur nicht. Aber jedenfalls in beleidigender Mission unterwegs. Und da dachte ich mir, alles klar, den hatte ich ja schon mal rausgeschmissen. Wieder der gleiche Knacker. Weil da habe ich mal geguckt, was ist das für ein. Ich denke, ey, den hast du schon mal rausgeschmissen. Da war bloß unter einem anderen Namen unterwegs. Der hat bei Facebook schon 300 Accounts. Zack, raus. Ne? Aber wie gesagt, seine Schwester hat er noch nicht losgeschickt. Und auch sein Krankenpfleger, der war bei mir offensichtlich auch noch nicht drin. Naja, vielleicht heute. Ich weiß es nicht. Heute war jetzt das dritte Mal, dass in dieser Gruppe wieder jemand auffällig war. Ne? Und meinte, beleidigen zu müssen. Also in meiner Kona-Gruppe, dieses mit dem Beleidigen ist ja manchmal eine ganz lustige Geschichte. Wenn das Ganze auf ironischer Ebene sozusagen passiert und auch klargestellt wird. Ne? Das ist dann ja keine Beleidigung, das ist einfach nur ein bisschen rumpieken und sowas. Ne? Aber Beleidigung, harte Beleidigung lasse ich in meinem Forum einfach nicht zu. Ich weiß zwar, im Forum sage ich schon, also in dieser Facebook-Gruppe, ich weiß zwar, bei Facebook laufen der Abschaum der Menschheit rum. Ne? Das ist allen bekannt. Natürlich auch viele, viele tolle Leute. Und die meisten von diesen tollen Leuten sind natürlich bei mir in dieser Gruppe drin. Mittlerweile glaube ich sogar 190 oder 180 oder sowas. Das wird immer mehr, das ist völlig krank. Ne? Sind natürlich in dieser Gruppe drin und das ist auch ganz toll und das sind auch ganz, ganz tolle Menschen. An dieser Stelle einen dicken, fetten Gruß, sollten Sie dieses Video sehen, ich glaube es eher nicht. Weil es hat ja nichts mit Kona zu tun, sondern mit Hightech. Das hat nichts mit elektrischen Fahren zu tun, sondern das ist jetzt Hightech, was ich hier vorstelle. Alles nette Menschen, aber ein paar Vollpsychopathen sind immer dabei. Und ein paar, ich sag mir immer, die Leute agieren so, wenn die solche Sachen, die sie bei Facebook posten, an Menschen direkt ins Gesicht sagen würden, der würde es genau 0,1 Sekunden dauern und dann hätten die richtig die Faust im Gesicht. Ne? Oder die Brille zertrümmert, die Zähne raus. Also die hätten sich richtig eingefangen. Richtig so eine harte Schwinger. Ne? Ja, da muss ich jetzt das digitale Insektenvernichtungsmittel anwenden. Da die Leute sprühen, sprich, sie werden einmal verwarnt. Der Beitrag wird nicht zensiert, er wird nur unkenntlich gemacht. Weil es einfach nichts bringt, einen beleidigenden Kommentar rauszuhauen. Das bringt auch den anderen Leuten nicht. Die sehen nur, dass das ein Irrer ist. Und möchte ich nicht, dass bei mir das gezeigt wird, dass da Irre unterwegs sind. Ich möchte auch solche Irren da nicht haben. So, und wenn die dann noch ein zweites Mal auffällig werden, dann zack, sind sie weg vom Fenster. Eine ganz klare Geschichte. Ne? Einen haben wir ja schon, das ist ja schon der zweite Fall. Das beobachte ich noch ein bisschen. Ich berichte das auch. Und Screenshots habe ich natürlich gesichert. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein eigenes Spezialvideo, weil ich finde, immer solchen Leuten muss man so ein bisschen in den Spiegel. Man muss den Leuten auch erklären, warum sie doof sind. Das ist mir ganz wichtig. Ne? So, meine Lieben, Prost, ein schönes Erdinger. Ja, da war ich ja Erdinger. Das ist ja meine Seele. Da war ich ja lange, lange. Also, da war ich ja, glaube ich, in Summe 3 Vierteljahre da unten, ne? In Barzilan. Ne? Auch sehr, sehr nette Menschen. Sollten Bayern zugucken. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Ja, ein Überwachungskamera-Flutlicht-Dingsbums-Video. Dieser Karton. Auf diesen Karton warten auch schon ganz viele. Werde ich euch heute vorstellen. Bevor ich das aber mache, muss ich natürlich auch ein bisschen Smalltalk machen. Es ist auch schon wieder ein bisschen spät, weil morgen habe ich auch noch einen Termin bei so einem Werbefritzen. Für mein Kona. Kann ich euch gleich noch was zu erzählen. Da versuche ich noch etwas Feines für euch rauszuhandeln. Sollte euch das auch genauso gut gefallen, wie es mir gefällt. Ja, kommt aber später im Smalltalk-Part. Also zum Elektroauto muss ich ehrlich sagen, ey, geile Nummer. Ne? Der 39er Kona, geile Nummer. Also ein sparsames Auto ohne Ende. Ne? Also wenn man da natürlich richtig reinlatscht und Blödsinn mitmacht und richtig Kapelle gibt mit dem Auto
und alle Verbraucher da an und alles, was geht, macht, dann fängt er natürlich, also wenn man unvernünftig ist, das ist aber beim Benzin ja nichts anderes, dann fangen die nachher an zu schlucken, ne? Das ist ganz klar. Ne? Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, den 64er Kona, den besitze ich ja nicht, da kann ich nicht ganz so viel zu sagen, aber ich lese natürlich im Internet, was die Leute da so für Verbräuche haben, ey, da schlage ich nur mit den Ohren. Also mein Verbrauchsprofil bei zwischen 0 Grad, also sagen wir mal minus 6 Grad und plus 2 oder 3 Grad. So, also wirklich kalt draußen und wirklich ungünstig. Mein Verbrauchsprofil liegt mittlerweile zwischen 14 und 16 kW. Also 16 kW, wenn ich ein bisschen unvernünftig unterwegs bin. Also unvernünftiger unterwegs bin. Also wenn ich schon, also sehr zügig unterwegs bin. Aber nicht durchdreh dabei. Also sowas mache ich nicht. Ne? Sowas mache ich nur mal zum Testen, was die Karre so drauf hat. Ne? Oder wenn man das ja mal jemand zeigen will und sagen, tritt mal drauf, ich möchte mal kotzen. Trittst du da drauf und dann sagen die, ja, der reicht. Ne? Aber im regulären Fahrbetrieb, ohne dass man auf Komfort verzichten muss, liegt das Auto bei zwischen 14 und 15 kW dümpelt er rum. Das ist für den Winter, also für den für echt super kalt draußen ist das echt ein exzellenter Wert. Ne? Selbst wenn die Fahrbahn feucht ist, ne? Zwischen 14 und 15 kW, wird die Fahrbahn noch ein bisschen, also richtig nass, sind das ungefähr so, na, nochmal ein kW mehr. Ne? Und das war's. Also zwischen 14 und 16 kW, kann ich sagen, verbraucht mein Kona auf 100 Kilometer. Bei 39 Kilowattstunden Akku, 39,2 Kilowattstunden voll nutzbar, könnt ihr euch ausrechnen, dass das schon eine ganze Masse ist, ne, an Kilometern. Also wirklich die 270, 280 Kilometer sind absolut realistisch, ne, also toppi. Ne. Man kann im Kona natürlich im Winter heizen, indem man das Heizelement anschaltet. Also wenn man auf Automatik schaltet, die Klimaregelung auf Automatik schaltet, vielleicht mache ich da auch noch mal ein eigenes Video zu, ich weiß es nicht. Also wenn die Klimaautomatik auf Klimaautomatik laufen lässt und man dreht seine Temperatur an, sagt 21 Grad oder sowas, dann ist unten eine gelbe LED, da steht dann drauf Heater oder Heat, Heater glaube ich steht da drauf und die leuchtet dann. Ne? Aber die leuchtet nur solange er natürlich heizt. Ne? Und wenn er aufhört mit Heizen, dann schaltet die sich irgendwann aus. Die verbraucht richtig Strom, also 2 kW nagelt die schon ganz gerne mal weg, vor allem wenn das Auto eiskalt ist. Man kann aber auch eine zweite stromsparende Variante nehmen, und zwar indem man den Heater einfach ausschaltet und schaltet AC ein, also die Wärmepumpe. Also in meinem Style, Trend war ja die ohne, also ich habe ja den Style, das ist ja die mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe macht ja folgendes, sie kühlt und heizt, sie macht beides. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum ist da noch ein Heater mit drin? Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Wenn man schnell große Mengen Wärme braucht, also wenn das Auto schnell aufgeheizt werden soll, die ballert sofort innerhalb von wenigen, also man steht 2 Minuten und wenn dann die Scheiben zum Beispiel komplett vereist sind, nach 2 Minuten sind sie eisfrei. Ne? Das ist wirklich unglaublich, ne? Der bläst da die Hitze sofort raus. Ne? Echt geil, ne? Wenn die Verbrennerkollegen dann immer noch 10 Minuten stehen müssen, bis der Motor warm ist. Das dauert ja ewig beim Verbrenner, bis der Motor warm ist. Und so ist es hier so wirklich ein Startdrücken, passiert erstmal gar nichts, bimmelt überall und dann drückst du hier Defrost und dann geht die Luzi aber auch ab, ne? Nach 2 Minuten abgetaut die Kiste. Ne? Echt geil, ne? Ich bin immer der Erste, der sozusagen in den Feierabend, wie die anderen da draußen am Kratzen sind und am Sprühen sind. Ich mach gar nichts, ich setze mich nur rein und mache Heater an und dann lass laufen das Ding 2 Minuten. Ich meine, in den 2 Minuten lasse ich die 2 oder 2,5 kW ruhig saugen. Obwohl ich habe auch schon mal, glaube ich, in Summe 4 kW gesehen. Also wenn wirklich alles volle Pulle läuft, dann zieht er sich echt. Also dann ballert er richtig Energie weg. Ne? Das sind aber auch nur wirklich so die Extreme. Unter normalen Umständen, wie gesagt, habe ich, was die Heizung angeht, fast gar keinen Verbrauch. Und ich habe auch festgestellt, mit der Sitzheizung, die Sitzheizung verbraucht auch ganz wenig Strom. Aber die heizt dann richtig ein. Also kriegt man richtig warmen Arsch. Den habe ich auf der kleinsten Stufe laufen und die Lenkradheizung benutze ich auch sehr, sehr gerne. Insbesondere, wenn ich Feierabend mache. Dass ich dann die Lenkradheizung dann ein paar Minuten laufen, dass das ein bisschen kuschelig an den Händen ist. Also kuschelig am Arsch, kuschelig am Rücken, kuschelig an den Händen. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Und im Innenraum nur so ein bisschen Lüftung. Ne? Dass ich es ein bisschen durchlüften lasse, damit es halt nicht beschlägt. Ne? Also verbraucht kein Strom. Ne? Und wenn man wirklich mal so ein bisschen fröstlich ist und sagt, man, jetzt möchte ich es hier mal wirklich schön kuschelig haben, dann kann man natürlich auch mal den Heater zuschalten. Also ich meine, der macht den Kohlen dann ja auch nicht mehr fett, wenn er mal 10 Minuten läuft und den Innenraum so ein bisschen hochheizt. Ne? Also der 39er Kona, das ist ja nun der, den ich benutze, ist extrem energieeffizient. Wenn der jetzt schon im Winter so energieeffizient ist, zwischen 14 und, ich habe auch schon 13 gesehen, zwischen 14 und 16 kW rumdümpelt. Ja, wie soll das jetzt im Sommer werden? Also da denke ich mal, also 2 kW nach unten sind noch locker drin. Ne? Also nehme ich mal an, dass ich dann nachher mit 12 kW unterwegs bin. Das ist natürlich ein Traumergebnis. Das ist ja schon fast auf Ionic-Niveau oder vielleicht sogar noch drüber. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Das scheint aber beim 64er, scheinen die Verbräuche ein bisschen höher zu sein. Wahrscheinlich aufgrund dieser größeren Maschine, die natürlich überhaupt gar keinen
größeren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Autos hat. Ne? Also wenn ihr euch nicht sicher seid, was die Kraft der Fahrzeuge angeht, macht eine Probefahrt mit dem 39er und macht eine Probefahrt mit dem 64er. Ihr werdet staunen. Ihr werdet beim 39er staunen. Also der Unterschied ist meiner Meinung nach erst bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn spürbar. Ansonsten im unteren Bereich sind die beide identisch. Ein kleinerer Motor mit papiermäßig geringerer Leistung verbraucht natürlich auch weniger Strom. Und ich habe auch festgestellt, die gesamte Konzeption zwischen den einzelnen Fahrmodis ist wesentlich homogener. Und der Verbrauch zwischen den einzelnen Fahrmodis, da tut sich auch nicht so unbedingt so super viel. Ne? In der Regel fahre ich gerne mit Eco. Hat er genug Kraft, genug Power und es funktioniert alles. Was ich mittlerweile auch gerne mache, sind die Pedal einzusetzen. Der Kona fühlt sich in der Stadt, im urbanen Raum, das habe ich aber auch schon kommuniziert und das weiß eigentlich auch jeder, im urbanen Raum ist der Kona ein Traum, was die Effizienz angeht. Weil der jede Menge rekuperiert, also ihr wisst es ja, man fährt an, man bremst wieder, man bremst ja gar nicht. Also meine Scheibenbremse wird wahrscheinlich vergammeln an dem Auto, die setze ich kaum ein. Ne? Ich mache alles mittlerweile nur noch mit dem Pedal. Ne? Also man kann den Stufe 3 schalten, dann bremst er, dann rekuperiert er nicht bis zum Stillstand. Dazu muss man das linke Pedal dann noch gedrückt halten, dann bleibt er auch stehen. Das heißt also, man braucht die Bremse überhaupt nicht mehr. Man kann komplett alles über die Rekuperation bis zum Stillstand regeln. Ne? Bloß beim Stillstand muss man das letzte Mal eben auf der linken Seite das Pedal an sich ranziehen und bis er wirklich ganz zum Stehen kommt. Dann bleibt er wirklich auf Null. Ne? Also ein Traum. Das Auto ist echt ein Traum. Ein geiles Ding. Macht mir immer mehr Spaß. Zuerst war es ein bisschen schwierig, weil man sich natürlich ein bisschen umstellen muss und umgewöhnen muss. Aber man fummelt sich da immer weiter rein und man achtet immer mehr auf Effizienz. Das ist ein ziemlich interessanter Lernprozess, aber der so eher unterbewusst läuft. Man guckt, was verbraucht die Klimaanlage, wie kann ich heizen, ohne dass ich Strom verbrauche und all so ein Scheiß. Bloß eben das Problem ist bei der Wärmepumpe, da kann ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das Problem bei der Wärmepumpe ist, zum Beispiel, man steht am Schnelllader. Dann reicht es normalerweise auch bei minus 6 Grad. Dann reicht es normalerweise aus, wenn man die Sitzheizung anmacht. Man kann natürlich auch den Innenraum noch mal ein bisschen aufwärmen lassen. Das würde ich über das Heater-Element machen lassen, weil ihr ja sowieso von vorne genug Strom kriegt. Ist ja egal, ob der nur 2 kW wegnagelt. Ne? Dauert halt eine Minute Länge, das Laden. Das macht den Kohle auch nicht fett. Man kann aber auch den Heater ausschalten und auf AC gehen und über die Wärmepumpe heizen. Hat aber eben einen Nachteil. Die Wärmepumpe bezieht die Energie, um die Wärme zu generieren. Also eine Wärmepumpe arbeitet ja in beide Richtungen. Wie so ein Kondenstrockner. Kondenstrockner, so muss man sich das vorstellen, ein Wärmepumpen-Kondenstrockner. Da funktioniert ja so ähnlich. Also jedenfalls, der Kona versucht aus ein paar Grad am Motor die Sachen in Wärme umzuwandeln. Und wenn das dann wohl nicht reicht, dann zieht er sich noch was aus dem Batteriesystem an Temperatur. Wenn das Akkusystem ein paar Grad über Plus hat, dann zieht er sich da was raus. Hat natürlich den Nachteil, die warme Luft wandert ins Auto und noch kühleres Wasser wird wieder, oder was das ist hier, oder Kühlwasser oder Kühlflüssigkeit, die vorher 5 Grad hatte, wird dann als 2 Grad kalter wieder, weil man der ja Energie entzieht, wieder zurück in das Akkusystem transferiert. Was natürlich am Schnelllader nicht unbedingt Sinn macht, weil der Kona, das habe ich jetzt festgestellt, der hat mehrere, die höchste habe ich noch nicht, habe ich noch nie gehabt, die höchste Schaltstufe, der hat mehrere Ladegeschwindigkeiten, die aber temperaturgesteuert sind. Wenn man einen Akku hat, der über 5 Grad hat, wenn das Akkupack über 5 Grad hat, dann erreicht er zum Beispiel Ladegeschwindigkeit von 37 kW. Das finde ich schon recht anständig, natürlich nicht volle Pulle, also nicht die ganze Zeit, aber überwiegend so zwischen 27 kW und dann schaltet er nochmal 10 kW höher in der Mitte der Ladung und gibt dann nochmal Vollgas und ganz kurz vor Ende schaltet er auch nochmal auf 37 und geht dann wieder runter auf 27, so den Dreh, da tümpelt das immer. Das ist schon anständig flott, wie ich finde, für einen Akkupack, was gerade mal knapp über 5 Grad hat. Nach unten hin gibt es, glaube ich, noch eine Schwelle. Wo die jetzt liegt, weiß ich nicht. Ich habe aber festgestellt, wenn es fast Frost ist, also wenn der Akku fast Frost hat, dann geht er richtig runter in der Leistung. Also dann sind mehr als 14 kW gar nicht drin. Dann drosselt das Batteriemanagement, damit man die Akkus nicht kaputt macht, dann drosselt das Batteriemanagementsystem den Ladestrom von dem Schnelllader dahingehend, dass er sagt, pass mal auf 14 kW und mir nicht, weil die Akkus einfach noch zu kalt sind. Beim Laden wärmen die sich natürlich langsam auf. Aber das dauert so lange bei so einem riesen Akkupack, das sind immerhin 39 kW. Akkupack, was das ist, der ganze Unterboden ist Akku oder ein Großteil davon ist Akku. Das dauert natürlich eine gewisse Weile und dann würde er irgendwann in der Temperatur steigen und irgendwann würde das Batteriemanagementsystem sagen: So, okay, jetzt können wir wieder mit 27 laden oder 24 oder irgendwie so um die 25 kW. Jetzt hat er schon ein bisschen Temperatur erreicht, aber das passiert dann sehr, sehr spät in der Ladung. Ach,
So, jetzt wird es natürlich mal interessant, was passieren würde. Das soll wohl um die 15 Grad sein, wenn die Akkupacks 15 Grad Temperatur haben, weil dann wäre nämlich normalerweise also die volle Ladedröhnung drin, also bis, glaube ich, 47 kW würde er sich dann ziehen können maximal. Habe ich gehört. Ich würde es nachher im Frühling erleben, vielleicht sogar schon Ende Februar. Das könnte recht spannend werden. Also dann werde ich wahrscheinlich auch endlich mal die 45 kW sehen. Aber diese ganze Schnellladung, ihr wisst, das ist für mich eher uninteressant. Das ist für mich nur interessant, um diese Telekom-Card auszunutzen. Ich kann euch ja mal sagen, wie viel, kann ich das mal sagen? Jetzt kann ich sagen, Moment, ich kann ja mal gucken, wie viel für das Autofahren, wie viel ich schon bezahlt habe. Moment, so schalte ich jetzt mal mein Handy an. Telekom. Also fast nichts, ne? Also es ist echt unglaublich, wie wenig. Ich habe auch ein bisschen rumgespielt, ne? Ist klar, ne? Ich habe da, wie gesagt, um eben rauszufinden, bei minus 6 Grad mal ein kaltes Auto laden, da hat der Akku auch minus gerade, ne? Wo liegen da die Leistungen, ne? Okay. So. Wo liege ich? Ich addiere das mal zusammen, ne? Das sind 1,20 €, 2 €, 3,50 €, 3,60 €. 3,60 €. Na gut, sagen wir mal 4 €. Also ich habe für 4 € bisher getankt. Für 4 € getankt. So unglaublich. Ich glaube, ich habe jetzt so 600 Kilometer runter. Vielleicht, also im Februar werde ich wahrscheinlich die 1000 Kilometer knacken. Habe ich meine ersten 1000 voll. Ne? Also für 4 € getankt. Ne? Der Weg bin beim Cash-Quai hätte ich bei der Kilometerleistung hätte ich schon irgendwann jetzt die nächsten, also morgen wahrscheinlich an die Tankstelle fahren müssen, wäre ich 75 € losgeworden. Ja, 75 lag ich da immer so den Trainer. 75 € zu 4 €. Boah, ey, unglaublich. Ne? Wahnsinn. Aber das liegt natürlich daran, dass diese Telekom-Karte so enorm günstig ist. Und das wird ja am 31.03. dann endgültig vorbei sein. Das ist mir dann egal. Und da habe ich meinen PV-Strom, da liege ich eh nicht. Ein bisschen teurer werde ich da. Aber es ist nicht ganz so tragisch. Selbst im Mixbetrieb, wenn ich noch ein bisschen was zukaufen sollte. Lächerlich. Echt lächerlich. So, das war die Geschichte, das hatten wir abgehakt. Vielleicht mache ich auch nochmal, also da kommen noch einige Kona-Videos, aber da muss ich dann gucken, wie ich das am besten aufbereite. Auch mein OBD2-Video, mein OBD2-Test-Video, da will ich auch nochmal so ein bisschen Erklärbär machen. Ladung übers Internet sozusagen, in das Internet rein projizieren und von jedem Handy aus abrufen. Ihr könnt es dann auch abrufen, wenn ich das dann entsprechend freigebe, die Information. Das nächste wäre USA-Urlaub, ja genau. Also ich bin jetzt mittlerweile, stecke ich voll in den USA Vorbereitung, weil es nicht mehr lange dauert, bis es losgeht. Und ich habe momentan ein kleines Problem. Und zwar der Flug. Ihr wisst ja, sonst habe ich immer so, nehme ich immer so Flüge, die so 550, das war jetzt zum Beispiel im November der Fall, die 550 Euro kosten bis maximal 750 in der Hauptsaison. Also was heißt in der Hauptsaison? Zwischen April und Oktober oder sowas. Da zahle ich dann noch ein bisschen mehr, das ist mir dann wurscht. Ne? In der Zeit, wo ich wieder los will, ey, sind die Flüge richtig knapp und teuer. Ne? Also da liege ich da teilweise bei 900 €. Das ist aber nicht so schlimm. Also mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Es stand nicht unter Schock, aber da habe ich das nochmal als gegengerechnet. Weil ich habe natürlich von meinem Boss, den habe ich natürlich die Daten übermittelt und habe gesagt, ich würde ganz gerne mal, wenn er, also ich würde eventuell kommen, wenn alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Von meinem habe ich denn die ganzen Daten an meinen Host übermittelt, wann ich denn im Stratosphären Las Vegas bin. Und mittlerweile habe ich auch eine Antwort gekriegt mit Preisen und allem. Also ich habe wieder 11, 13, ich habe wieder 13 Übernachtungen komplett kostenlos. Und dann wieder, das wisst ihr alles gar nicht so genau vom November, das habe ich ja noch gar nicht detailliert online gestellt, hatte ich auch zweimal neue Flaschen, also Scheiß. 13 Übernachtungen kostenlos und ein paar muss ich bezahlen, wieder ein paar lächerliche Übernachtungen. Aber es leckert sich, weil ich da Resortgebühren bezahlen muss. Dann liege ich dann so, glaube ich, bei 500 US-Dollar. Aber das hatte ich im November ja auch. Da lag ich auch so bei 550, also ungefähr das gleiche, was ich im November hatte. Lag ich bei 550 und gezahlt habe ich nachher nur 200, ich weiß nicht, 270 € oder 230 €. Also das meiste wurde mir davon auch noch erlassen. Ne? Oder ein Großteil wurde mir davon erlassen. Ne? Passt dann soweit schon. Ne? Also dann kann der Flug auch ein bisschen teurer sein. Allerdings wäre, wenn der Flug teurer ist, würde ich das natürlich von meinem Gewinn vom November bezahlen. Also der Gewinn, den ich im November realisiert habe, würde ich komplett aufzehren mit dem Flug und dem Mietwagen. Und ihr wisst, aua, aua, das möchte ich eher ungern. Ich habe auch mit den Daten ein bisschen gespielt und morgen habe ich nochmal einen Termin, da rufe ich dann nochmal durch und versuche dann nochmal was zu verändern an der Flugroute, telefonisch mit dem Anbieter zusammen.
Vielleicht kommt man da auf einen Nenner. Ansonsten muss ich echt einen sauren Apfel beißen und mir da echt so einen Flug holen, der richtig, richtig teuer ist. Und ey, das sind Umsteigezeiten von 50 Minuten, zum Beispiel in Amsterdam. 50 Minuten Umsteigezeit in Amsterdam. London Heathrow, 50 Minuten, das ist kaum machbar. Das ist selbst unter Normalbedingungen, also selbst unter optimalen Bedingungen ist das echt schwierig. Ne? Das heißt also, das ist hier Flugverpassen mit Ansage. Wenn man da 10 Minuten später ankommt, ist schon fast vorbei. Ne? Erreicht man seinen Flug nicht. Das gleiche natürlich in Amsterdam. Ich verstehe nicht, wie die Airlines solche Umsteigezeiten machen können. Einen Flug habe ich da jetzt gerade im Auge, und mal gucken, ob ich das morgen hinkriege, dass ich einen Flug früher kriege. Aber das ist auch wieder schwierig. Aber mal schauen, im Dialog. Ne? Also wie gesagt, die Flugpreise echt teuer. Ne? Das wäre ein Flug, der würde aber 600, den Dreh 606 Euro kosten. Relativ günstig, 606 zu 900 Euro. Also wenn ich 300 Euro sparen kann, dann versuche ich das natürlich. Ne? Weil ich würde das nicht riskieren mit 50 Minuten Umsteigezeit. Das ist nämlich ein Nachmittagsflug. Das heißt, wenn ich den verpasse, komme ich nicht mehr in die USA. Dann können die mich auch gar nicht mehr umbuchen. Das heißt also, ich würde dann in Amsterdam festhängen in der Nacht. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ne? Dann zahle ich lieber ein bisschen mehr und habe Sicherheit und entsprechendes Umsteigefenster. Ne? So, das war der Urlaub. Habe ich sonst noch irgendwie was? Nee, sonst habe ich eigentlich weiter nichts. Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge über. Doch, ich habe doch noch was. Für meinen Kona, sagte ich ja. Morgen fahre ich morgen früh, also in der Woche, hatte ich. Ich habe hier in Kiel, das kann ich mal sagen, ich habe hier in Kiel mein Auto vor mir gehabt. Von den Kieler Stadtwerken. Und da stand hinten drauf, ich bin Stromfahrer und mit so einem Stecker. Ey, geil, also geiler Aufkleber war da hinten drauf. Und da fahre ich so, überhole ich den und dann sehe ich da, ey, der ist da, die ganze Tür und auch die andere Tür mit so das gleiche nochmal als Werbung sozusagen auf den Türen raufgepflastert als Aufkleber. Hinten und rechts und links. Ja, dann habe ich natürlich sofort Kontakt aufgenommen, was ist so ein paar Tage später, bin ich Stadtwerken angerufen und die haben mich in so eine Spezialabteilung durchgestellt, weil erstmal wussten sie natürlich nicht. Sag ich, würde ganz gerne so einen Aufkleber haben wollen, ist das möglich? So, und dann bin ich dann, ja, ihr wisst ja, Front Office Agents, die haben da überhaupt keine Ahnung. So, und dann rief mich, also die haben aber die Nummer aufgeschrieben, ohne dass ich das wusste, weil meine Nummer ja mit übertragen worden ist. Und die haben wirklich nachgeforscht und die haben jemanden gefunden, der mich von den Stadtwerken nachher zurückgerufen hat. Und dann fragt er ja, worum geht's denn? Sag ich, ja, ich habe da diese Aufkleber gesehen und ich würde ganz gerne an meinem Auto hinten auch so einen Aufkleber machen. Ich bin Stromfahrer. Ja, Moment, ja, denn, und dann habe ich denen das ein bisschen erklärt und dann sagt er, Moment, er muss dann nochmal zurückfragen. Er ruft mich hier 5 Minuten wieder an. Bin aufgelegt, 5 Minuten später klingelt das Telefon. Er war wieder dran, ne, von den Stadtwerken. Dann sagt er, ja, er hat das Go gekriegt. Ich kann morgen zu so einer Werbe. Dingsbums Firma fahren, Adresse habe ich bekommen und ich soll mich mit dem Herrn sowieso da auseinandersetzen. Es wird die Stadtwerke bezahlen mir das, egal was ich haben will. Ich kann die großen Aufkleber haben, ich kann ihnen die Größe variieren und wie ich das haben will. Da habe ich dann mit dem Fritzen aber bei dieser Werbefirma angerufen, die diese Sachen herstellt. Die stellen alles Mögliche her. Ne? Habe bei den Werbefritzen angerufen und habe gesagt, absolut kein Problem. Dann sage ich, ja, ich würde ganz gerne. Ach so, warum steht bei den Autos, das sind Privatfahrzeuge, hinten drauf, ich bin Stromfahrer. Und dann unten powered bei Stadtwerke Kiel, so ganz klein noch irgendwie so wie, ja, weiß ich nicht, also nicht so schön eingebaut, powered bei Stadtwerke Kiel. Ich denke, warte mal, der fährst du ja Werbung für die, das will ich auch nicht unbedingt. Ne? Warum ist das da drauf? Das ist ja Werbung. Ja, hat er mir auch erklärt von den Stadtwerken, der sagte, unsere Mitarbeiter, wenn die ihre E-Autos mit diesen Aufklebern vollpflastern, also quasi die Kamera ausgegangen, für den Strom der Stadtwerke Werbung fahren, kriegen sie ihren Strom günstiger von den Stadtwerken. Also sie kriegen eine Art Rabatt, ne, dafür, dass sie Werbung für die fahren. Will ich alles gar nicht. So, habe ich dem auch gesagt, sag ich will mir das da ankleben, ich finde das für diesen Aufkleber lustig, natürlich nicht so riesengroß, sondern eher so klein und dezent und sowas, ich finde das einfach witzig. Ne? Und weil der vom Design ja auch cool ist. Ne? Ich bin Stromfahrer, echt geil. Ne? Und ja, so also kann man den Leuten natürlich zeigen, Achtung, da fährt jetzt wirklich ein E-Auto vor mir. Ne? Viele begreifen das gar nicht, die wissen es gar nicht, auch mit dem E-Kennzeichen. Die denken, es ist ein Hybrid oder so, ne? Mit so einem Nähmaschinenmotor noch drin und so. Ne? Ja, also habe ich da angerufen bei dieser Werbefirma und sagte zu dem Werbefuzzi, dann sage ich, ja, da unten steht Powered by Stadtwerke Kiel. Da sage ich, also das würde ich nicht so gerne haben wollen, weil ich von denen auch nicht bezahlt werde. Also die bezahlen mir nur, das machen, also sie bezahlen nur die Firma. So sind die. Und so teuer ist das nachher auch gar nicht. Ich weiß nicht, lass das 30, 40 Euro kosten. Ne? Die bezahlen die Arbeit und ich kriege dann dafür den Aufkleber geschenkt. Ne? So, und den kann ich mir dann draufpacken. Und dann sage ich zu ihm, kann man das Powered by Stadtwerke Kiel weglassen? Sagt er, das hätte er sowieso gemacht. Also echt geil, der Mager. Ne? Und er sagt, wie groß willst du das denn haben? Auch die großen für die seitlichen Türen. Sag ich, nein, will ich nicht. Sag ich, mach mir irgendwie 17 mal 11er und vielleicht noch in der Zwischengröße und eher noch einen kleinen, dass ich mal gucken kann, wo ich mir das befestigen kann. Ne? Und sage, ich könnte sowieso die jetzt nicht befestigen und vor allen Dingen zum Trocken aufkleben.
Und vor allen Dingen, ich möchte, ja, ich möchte da erstmal flexibel sein und gucken, wo ich das am besten positioniere, wo es am besten aussieht. Das ist echt hinten an der Heckklappe, ist natürlich schwierig, weil viel Platz hat man da nicht. Man könnte es natürlich auch auf die Scheibe kleben, aber da würde der Scheibenwischer da drüber kratzen. Ne? Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Ne? Kann ich aber morgen nochmal mit dem Fregel da fragen. Ich werde auch morgen fragen, weil der so lustig ist, dieser Aufkleber, ob dieser Aufkleber ein Copyright besitzt, ne? Oder ob den jeder haben kann. Das wäre natürlich auch, der dafür bezahlt. Ne? Das wäre natürlich auch mal ganz interessant, weil dann würde ich auf jeden Fall, würde ich euch das dann mal zeigen und die Kontaktadresse. Und dann kann jeder eben zusehen, wie es dann am liebsten haben mag. Also ich finde solche Sachen manchmal echt ganz geckig, ne? Weil das Design auch geckig ist. Ihr werdet dann sehen, wenn ich den nachher hier habe. Ich weiß ja nicht, wie lange das machen dauert. Das dauert doch wohl ein bisschen. Ich muss wohl morgen das erstmal mit dem besprechen und er wird sich das wohl angucken. Und dann messen wir das nochmal genau aus und dann macht er mir da verschiedene Varianten und dann kriegt die geschenkt. Ne? Echt cool. Aber da werde ich dann immer schauen, ob das Ganze auch für andere Leute, die es eben lönen wollen, beziehbar ist. Ja. Ich verdiene übrigens kein Pfennig dran. Ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier in kommerzielle Mission unterwegs bin. So, das war's erstmal. Oh, ich kriege hier schon so wieder Hitze. Ich nehme mal die Kappe. Hättet ihr was dagegen, wenn ich die Kappe habe? Jetzt sagen die Alter, setz die Kappe wieder auf. Okay, setz die Kappe wieder auf. Aber ich fange hier an zu schwitzen. Aber egal, schwitze ich hier eben. Aber ich könnte ja auch das Ding hier ausziehen. Ne? Egal, schwitze ich eben. Muss ich mich halt von innen löschen. Ne? Ja, super, jetzt habe ich wieder gekleckert, ich Seppel. Oh, Moment mal. Scheiße, Augenblick. Oh, Perle, Idiot. Echt. Alles witzige Sache mit der E-Mobilität und das macht echt mal der Spaß. Also ihr glaubt das nicht, ne? Also je mehr ich mit dem Ding durch die Gegend fahre, desto besser gefällt mir das Auto. Ne? Na klar, weil man natürlich auch immer weiter mit dem Auto verwächst zu einer Einheit, ne? Wie mit den Pedals und sowas. Das macht echt Laune. Das ist fast, als wenn man ein Telespiel fährt. Das ist echt geil. Ne? Und steht nur noch auf dem Gas. Ich habe jetzt hier von der Rekuperationsstufe 1 habe ich umgestellt. Das kann man ja konfigurieren. Beim Autostart in welchen Drive-Mode man welche Rekuperationsstufe beim Wagenstart schon hat. Ne? Also sonst hatte ich immer, wenn ich angemacht habe, war ein Eco, dann stand eine Rekuperationsstufe 1. Jetzt habe ich es umkonfiguriert, dass wenn ich ihn jetzt starte, Rekuperationsstufe 2. Rekuperationsstufe 3 ist mir fast eine Nummer zu heftig, aber hin und wieder in der Stadt macht das echt Sinn, ne? Weil man geht vom Gas runter und das Auto, das bremst, na, sagen wir mal, bis auf 6 km/h runter und dann braucht man nur noch mit dem linken Pedal nur noch ranziehen, und sagen wir so, jetzt stopp mal. Ne? Und dann dann bleibt er stehen. Also man braucht das Bremspedal nicht mehr. Das macht mir auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen Angst, dass mir meine Bremsen total vergammeln, wie ich das einmal im Cash-Quay hatte, dass die Bremsen völlig verrottet waren. Weil ich die einfach auch kaum eingesetzt habe, weil ich auch viel mit Motorbremse gearbeitet habe, um auch ein bisschen Energie zu sparen. Also ich war jetzt, wo ich gestern unterwegs war, bin ich auch schon ein paar Mal richtig in die Bremse reingepaut, dass man dann auch hört, dass der mechanisch bremst. Ansonsten höre ich dieses mechanische Bremsen, dieses Schleifbremsen, das, man hört es ja irgendwie. Ne? Das höre ich beim Kona überhaupt nicht, weil ich die mechanischen Bremsen überhaupt nicht benutze. Ne? Die sind völlig hinfällig, die wirklich nur bei der Notbremsung werden die wichtig. Also das Bremssystem gammelt mir da, glaube ich, weg irgendwann. Ich werde es erleben. Ne? Ich hoffe es nicht, ne? So, aber egal. Kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Video. Nicht, dass es jetzt zu spät wird, weil morgen muss ich früh aufstehen. Ihr wisst ja, ich muss morgen zum Werbefritzen. Kommen wir mal zum eigentlichen Video. Ich sagte ja, ich will euch ein richtig, richtig cooles Produkt vorstellen, was viele, viele Aufgaben löst. Also, viele von euch, die für Privatpersonen, die in der Mietwohnung wohnen, ist das jetzt nichts. Ne? Also dieses Gerät ist auch ein bisschen zu heftig für eine Mietwohnung. Ne? Kann man sich natürlich in den Flur packen. Ne? Aber, das hier ist ein von der Firma ESCAM. Kennt ihr alle? Meine ESCAM QD900. Echt geile Kameras. Habe ich ja etliche von dem Einsatz. Wobei die echt stark in Gefahr sind durch die Reolink-Systeme. Hier stehen übrigens auch wieder Reolink-System, wo viele von euch scharf drauf sind. Da werde ich euch zeigen, vielleicht im nächsten Video oder übernächsten. Also das ist eine Flutlichtcam und so sieht das Ganze aus. Ja, ich zeige euch das mal hier so ein bisschen ins Bild. Ja, das ist also eine Kamera, eine Full-HD-Kamera, die Alarmaufzeichnungen macht, die Push-Nachrichten raushaut. Eine WLAN-Kamera ist das. Die Push-Nachrichten raushaut und wäre ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Typische ES-Cam-Qualität, Full HD, wunderbar. Also die Bildqualität echt toppi.
Ja, kann man sich drauf verlassen mittlerweile. Ne? Also das ist auch nichts mehr Ungewöhnliches, außer bei den super billig Produkten. Und es ist zusätzlich noch ein Flutlicht. Aber ich habe es von am Anfang gesehen. Ich habe da draußen ein 20 Watt Flutlicht, ja. Das hat ungefähr so die gleiche Power. Ne? Das sind, glaube ich, 2x10 Watt. Ne? Also richtig heftig. Ne? Also ihr habt das vorhin gesehen hier, die Bude wird hier ausgeleuchtet ohne Ende. Das kann man schwer, man muss es live sehen. Also es ist richtig hell. Ne? Hier sind so eine LEDs drin. Und das ist richtig hell, die Scheiße. Also wirklich unglaublich. Und hat hier unten einen 3 PIR-Sensor, also Bewegungsmelder. Hier unten sind auch noch Bewegungsmelder eingebaut. Hier, schaut mal. Bewegungsmelder, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder. Also der deckt von den Bewegungsmeldern. Das sind also zwei Produkte in einem. Es ist zum einen ein Bewegungsmelder mit, also, ja, also ein Flutlicht mit Bewegungsmelder und zum zweiten eine Full-HD-Kamera mit Alarmsirene und Aufzeichnungsfunktion, die auch noch on-with-fähig ist. Das funktioniert übrigens auch. Also Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Mit dem Ding löst man viele Aufgaben. Das ist für Hausbesitzer zum Beispiel eine Außenkamera fürs Carport, wo man dann auch noch eine Videoüberwachung sozusagen mit realisiert. Also perfekt, ne? Also wirklich ein cleveres Produkt, dass die quasi diese Geschichten, das Flutlicht und zusätzlich noch die Full-HD-Kamera, die man natürlich auch frei verstellen kann, wie ihr hier seht. Da kommen wir auch nachher später in den Details zu, wo man quasi alles realisieren kann. Ihr seht schon das dicke Kabel, was hier dran hängt, mit dem Stecker. Dieses ist ein System für 230 Volt. Perfekt geeignet für jeden Hausbesitzer. Wenn ihr nämlich draußen ein richtiges Flutlicht habt, mit Bewegungserkennung, also mit PIR-Sensor, Infrarotsensor. Mit Infrarotsensorik, wo das Licht dann ausgelöst wird und schaltet sich nach einer gewissen Zeit wieder aus. Das kann man auch alles programmieren und einstellen. Hätte man zusätzlich noch eine Full-HD-Überwachungskamera mit eingebautem Mikrofon, mit 120 GB SD-Karte, wo man Alarmaufzeichnungen draufpacken kann. Aber das sind halt alles die Details. Ich möchte jetzt erstmal zu den Details generell kommen und euch das mal erzählen. Erstmal zu den Kosten. Was kostet diese Kamera? Das ist das Modell QF 601. Das kostet bei Amazon, das gibt es bei Amazon für 219 Euro. Das Ding kostet 219 Euro, ist in 3 Tagen bei euch zu Hause oder 2 Tagen, je nachdem, wie lange Amazon dafür braucht. In 2, 3 Tagen klingelt es an der Tür, dann ist der Postbote da und ja, hält diesen Karton in der Hand, also natürlich mit Umverpackung von Amazon. 219 Euro. Mittlerweile gibt es da einen 30 € Rabattgutschein. Dann liegt man bei 189 €. Das ist eine Menge Geld, ne? Also das muss man sich wirklich gut überlegen. Aber ich finde, so eine All-in-One-Lösung finde ich manchmal auch nicht schlecht, weil das natürlich eine kompakte Geschichte ist. 230 Volt anschließen lassen vom Elektriker und ist die Sache erledigt. Wie man es anschließt, zeige ich euch nachher. Aber muss ich wieder einen Warnhinweis machen. An eurer Hausstrom, an den Hausstromleitungen solltet ihr niemals selbst rumfummeln. Ich glaube, das ist sogar verboten. Ich weiß es nicht so genau. Also jedenfalls rechtlich so ein bisschen figelinsch, müsst ihr euch einen Elektriker holen oder einen Freund, der Elektriker ist. Also dieses Kabel habe natürlich nicht ich rangemacht. Oh, ich glaube, ich habe was im Auge. Habe natürlich nicht ich rangemacht, sondern ein Elektrikerfreund von mir. Damit das alles rechtlich sauber ist hier. Mein Gott, das Auge juckt mir das hier auch. Ne? Ja, ich würde trotzdem drauf eingehen. Ja, also 189 Euro bei Amazon. Ein stolzer Preis, sagen wir mal so. Insbesondere deswegen auch, weil es diese Kamera natürlich auch bei Banggood gibt. Zusätzlich nicht nur in Schwarz, wie bei Amazon, sondern auch in Weiß. Die gibt es auch in Weiß. Schwarz finde ich eigentlich in der Regel macht das mehr Sinn, ne? Also als Weiß. Ne? Außer man hat natürlich irgendwie weißen Hintergrund oder sowas. Irgendwas Weißen will man das befestigen. Gibt es in beiden Farben, Schwarz oder Weiß. Auch die EU-Version, die gleiche, die ich hier habe, für 169,66 €. Das ist natürlich schon mal ein bisschen billiger. Allerdings kommt natürlich noch unter Umständen Zoll dazu, wenn so ein Riesenkarton da beim Zoll landet. Ne? Dann wollen die schon, dass man gerne zum Zoll ankommt und denen sagt, was hast du denn da Feines? Ja, ist natürlich eine Menge Geld. Würde ich es immer bei Amazon bestellen. Allerdings hat Banggood jetzt einen Coupon, kann ich euch mal einblenden. Ich blende euch das erstmal ein. Also das hier ist Amazon. Das ist der Amazon-Link für 219 und dann seht ihr auch dann darunter seht ihr 30 € Coupon. Am 3. Februar sollte, glaube ich, sowieso eine Aktion starten, glaube ich, bei Amazon, dass da irgendwas runtergesetzt wird an der Kamera. Wie weit das noch weiter runtergeht, ich weiß es nicht. Schaut einfach selbst.
Am 3. Februar soll das wohl kommen. Bei Banggood ist es jedenfalls so, 169,66 Euro ist der reguläre Preis, aber sie haben unten in der Beschreibung zur Kamera, findet man einen Couponcode, da steht dann Kamera15, kann ich euch auch mal einblenden. Das ist erstmal das von der Preis von Banggood, der reguläre. Und wenn ihr da den bei der Bestellung den Couponcode Kamera15 eingibt, dann landet der Preis bei 144,49 US. Ich rede jetzt von US-Dollar bei Banggood. Ne? Auch das vorige, das 169 Dollar sind 169,66 US-Dollar sind umgerechnet in Euro 149 Euro. Na gut, mit Zoll 19% Mehrwertsteuer noch dazu, landet man da ungefähr beim gleichen Preis wie bei Amazon. Allerdings mit diesem Couponcode bei Banggood würde man landen bei 144,49 Euro. Das sind in Euro umgerechnet. Dollar, oh Mann, Alter, 144,99 US-Dollar, da würde man landen bei 131,13 Euro. Das ist natürlich sensationell günstig, ne? Okay, das zu den Preisen. Ne? Habt ihr jetzt alles gesehen? Und das zu den Preisen. Wo liegen wir hier verbrauchsseitig? Wie viel Strom verbraucht das System? Das habe ich natürlich auch nachgemessen. Also das Stromverbrauch, also das System verbraucht tagsüber sind die Flutlichter, die man hier übrigens komplett frei verstellen und konfigurieren kann, sind die, ich kann die aber mal nach vorne schwenken hier. Das kann man hier frei einstellen. So. Zack, hier seht ihr das besser. Und hier, der stelle ich auch nochmal anders ein. Zack. Also, diese Flutlichter hier vorne, lassen wir erstmal außen vor. Die Kamera, die Full-HD-Kamera, die ihr hier seht. Das System habe ich hier übrigens knapp 3 Wochen getestet. Aber war noch nicht draußen. Draußen habe ich es noch nicht installiert, weil ich draußen ja meine feste Installation habe. Allerdings werde ich da wahrscheinlich demnächst einen Umbau machen, weil dafür habe ich sie mir ja geholt. Ne? Dass ich meine Installation, die ich da unten habe, wahrscheinlich entferne und stattdessen diese hier installiere. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten und am geschicktesten mache. Der Stromverbrauch der Kamera, wenn sie läuft, tagsüber liegt bei 1,3 Watt. Full HD. 1,3 Watt verbraucht die Kamera nur. Das ist sensationell wenig. Mit den Nachtsicht-LEDs, die ein bisschen komisches Nachtsichtbild machen. Kann ich euch das mal einblenden? Ich könnte es euch mal ganz kurz einblenden, vielleicht als Standbild oder sowas. Also diese Nachtsicht-LEDs, die da drin sind, die beleuchten das nächtliche Bild, leuchten das Bild so ganz komisch aus. So. Nur so den mittleren Bereich von dem Bild. Ist aber absolut kein Problem. Aber ich wollte es euch nur mal sagen. Also nachts, wenn keine Bewegung draußen ist und die Nachtsicht, die Infrarot-LEDs hier an sind, die, wo man mit der Kamera auch im Dunkeln gucken kann, dann liegt der Stromverbrauch bei 3 Watt. Das ist auch noch sehr, sehr gering. Das liegt fast auf Riolink-Niveau, also super wenig. Also Riolink, die Außenkameras, ne? Die 410, 5 Megapixel, 410er Riolink. Also wirklich ganz, ganz geringer Stromverbrauch. Nun kommen wir dazu, was würde jetzt passieren nachts zum Beispiel, wenn man hier rumläuft und die LEDs gehen an. Dann springt der Stromverbrauch auf 20,3 Watt, steigt der Stromverbrauch an. Ne? Dafür gehen die Infrarot-LEDs natürlich aus durch die Beleuchtung. Also man braucht gar keine Infrarotbeleuchtung. Das heißt also, sobald jemand in die Nähe dieses Flutlicht kommt, geht natürlich automatisch das Flutlicht an und dann wird nachher die Kamera gestartet. Das heißt, die Kamera sieht immer ein beleuchtetes Bild, ein stark ausgeleuchtetes Bild. Also braucht kein Infrarot. Das Infrarot schaltet sich dann noch ab. Das heißt also, Flutlicht plus Infrarot und die Kamerafunktionalität liegt bei ungefähr bei 24 Watt, wenn alles gleichzeitig laufen würde. Allerdings, wenn das Licht an ist, schalten die Infrarot-LEDs weg. Also man liegt exakt bei 20,3 Watt Stromverbrauch. Und die Dinger sind echt hell. Ne? Und das ist natürlich auch ein Indikator dafür, dass hier wirklich die wahrscheinlich 2x10 Watt Funzeln eingebaut sind. Also die haben richtig, richtig Feuer, die Teile. Hat mich echt überrascht. Ich dachte erst, oh, wie hell die wohl sein werden. Aber sie sind hell. Davon 2, ne? Also echt astrein. Also entspricht ungefähr so der Power, die mein Monster 20 Watt Flutlicht da unten hat. Das haut mich auch weg. Ne? Also wenn man da reinguckt, ist man blind. Und das ist gleich auch bei denen hier. Ne? Die sind so brutal hell. Wenn ich hier das Zimmer, wenn ich es komplett abdunkel und die Flutlichter sind an, ist das Zimmer hier richtig hart hell. Ne? Also echt gut. Ne? Das konnte man am Anfang des Videos gar nicht so richtig sehen. Ne? Klar, weil die Kamera das natürlich alles versucht so ein bisschen, wenn es zu hell wird, dann fängt er an, die Helligkeit runterzudrehen. Damit da überhaupt noch was zu erkennen ist. Ne? Ja, also Stromverbrauch gering, tagsüber 1,3 Watt,
tagsüber 1,3 Watt. Nachts, wenn die Flutlichter nicht an sind, 3 Watt. Wenn die Flutlichter angehen, 20,3 Watt. Bumm, das war's. Die Beamer haben einen Winkel von 160 Grad. Die Temperatur, habt ihr gesehen, ist hellweiß. Also 3000 Grad Kelvin. Ne? Also es ist schon kühl, aber nicht bläulich. Ne? Also so ein neutrales Licht, würde ich mal so sagen. Wie diese Lampen hier. So, ja, also so hellweiß. Ne? 18.000 Lumen haben die an Helligkeit. 20.000 Stunden sollen die LEDs durchhalten. Die eingebaute Kamera, die ihr hier unten seht, die Full-HD-Kamera, ist eine 2-Megapixel-Kamera. Der Sensortyp ist ein 1 zu 2,8 Zoll progressiver Scan-CMOS-Sensor, der da eingebaut ist. Die Minimalbeleuchtung, damit ihr überhaupt noch was machen kann, liegt bei 0,3 Lux. Die Lense ist eine F2,3. F2,0 horizontaler Winkel, 140 Grad. Also 140 Grad Abdeckung. Tag und Nacht Switch drin. Das ist ein mit Infrarotfilterfunktion, 15 Meter Distanz leuchtet diese Infrarot-LEDs, die Nacht zum Tag machen für die Kamera, leuchten ungefähr 15 Meter aus. Also bis 15 Meter kann man noch Sachen erkennen. Digitale Rauschunterdrückung hat er. Kommen wir noch weiter. Wie geht es noch weiter? PIE Detection Mode bis 270 Grad. Das kann man aber auch ganz konfigurieren. Also der hat hier vor, also der deckt wirklich von hier, also von hier hinten bis hier hinten alles ab. Nur die Rückseite kann er natürlich nicht abdecken. Ansonsten deckt er das gesamte Spektrum ab. Das kann man aber auch in 3 Zonen frei einstellen und sich frei konfigurieren. Oder auch Zonen abschalten. Die rechte Seite abschalten, die mittlere Seite abschalten und die linke. Alle abschalten, wie man das kann man einstellen, wie man es will. Auch die Empfindlichkeit, wie man will. Da kommen wir nachher später im Handy-Part drauf zu sprechen. Dann hat er eine Videokompression, ja klar, H264. Output-Bitrate operiert zwischen 64 Kbps und 4 Mbps. Da hat natürlich 4 verschiedene Qualitätsstufen. 2 Autokompressionen hat er, G711 und G726. Full-HD und HD-Auflösung sind möglich. Das kann ich euch nachher auch in der App zeigen. Also SD und HD nennt sich das da. Das heißt also 1920 x 1080 Pixel in der bekannten ES-Cam-Qualität, also wirklich gut. Und nochmal reduziert, Bandbreiten reduziert als HD, 1280 x 720 Pixeln. Die Framerate liegt bei 25 Bildern pro Sekunde. Dann hat er hier ein eingebautes Mikrofon. Und zwar dieses eingebaute Mikrofon. Jetzt habe ich hier auch drauf rumgetatscht, ich seppel. Das kommt davon, wenn der Perle mit seinen Dreckflossen hier wieder auf der Optik hier rumfummelt. Sauber hier das Glas. So, dann haben wir noch ein eingebautes Mikrofon, das findet ihr hier oben. Schaut selbst, hier ist das kleine Loch, das ist das Mikro. Und dann haben wir natürlich auch einen Lautsprecher und den findet ihr hier unten. Alter Schwede, fragt nicht nach Sonnenschein. Also das Ding ist richtig laut. Ich weiß nicht, ob sie da einen Subwoofer eingebaut haben, also richtig, richtig hart basslastig. Klingt echt gut, das Teil. Und hat auch noch eine Alarmserienfunktion mit 110 dB. Also wenn ihr die Alarmsirene anmacht, die kann man auch noch in der Lautstärke einstellen, wenn ihr die Alarmsirene volle Pulle anmacht, dann werden bei euch in der Nachbarschaft alle Leute wach. Ne? Also wenn das Ding Alarm schlägt, ne? Hat also auch, ist quasi auch noch eine Alarmanlage. Ne? Also richtig hardcore laut, das Teil. Bin ich echt begeistert von. Also der Lautsprecher ist toppi. Das Mikrofon ist ein bisschen dumpf, wie ich finde. Ja, jetzt erstmal trocken, ne? Ich lese das jetzt alles durch. Ja, er funkt im 2,4 Gigahertz WLAN-Netz, also mit WLAN verbindet man ihn ja. Ja, BGN, das übliche halt, ne? Ja, Outdoor 20 Meter, Transmissionsentfernung 20 Meter, Indoor 10 Meter. Kommt immer darauf an, wo man das installiert. Also ich hatte hier in der Bude, habe ich das Teil schon an verschiedenen Positionen hingestellt und WLAN war eigentlich kein Thema, aber war immer vorhanden, ne? Also astrein. Müssen wir mal gucken, wie man das draußen realisiert. Eventuell müssen wir noch einen Repeater dazwischen schalten, der dann da irgendwo in der Nähe steht. Kommt immer natürlich, aber das ist bei jeder Kamera so, ne? Kommt immer auf die baulichen Maßnahmen drauf an, ne? Also WLAN kann da manchmal durch jede Menge Beton, kann das ein bisschen schwierig werden, ne? Müsste man ausprobieren. Ja, was hat er noch? Ah ja, Port-Protokoll, Support OnWiv-Protokoll, das ist übrigens der Port 8080, das ist nachher für die Synology wichtig, übrigens funktioniert auch an der Synology.
Surveillance Station kann man da einbinden, funktioniert. Allerdings nicht in Full HD, sondern es wird nur aufgezeichnet in. Moment. Da habe ich vielleicht ein Fehler. Nee, das kann ich nicht anders einstellen. Nein, es funktioniert nur. Ja, also jetzt war ich gerade am Überlegen, ob ich einen Fehler gemacht habe in der Konfiguration. Das hatte mich ein bisschen gewundert. Also die Kamera beherrscht ja Full HD mit 25 Frames pro Sekunde und HD 1280x720. Und in der Surveillance Station funktioniert das mit dem ONVIF nur in HD, also mit 1280x720. Reicht eigentlich aus. Ist aber nicht ganz so schön. Also ich hätte es mir anders gewünscht. Ne? Aber es funktioniert wenigstens. Das ist ja schon mal was. Das funktioniert ausgezeichnet. Ne? Man kann eine SD-Karte hier reinstopfen. Ich komme nachher noch auf die Details. Man kann hier hinten eine, jetzt muss ich sie mal runterschwenken. Da seht ihr, das kann man hier vielleicht so ein bisschen erkennen. Hier vorne so. Wenn ich jetzt ein bisschen reinzoome, kann man es besser erkennen. Hier oben, da seht ihr da so eine Klappe. So eine Gummiklappe. Und hinter dieser Gummiklappe hat man ein SD-Kartenport. Und da kann man natürlich eine SD-Karte reinstecken, damit die Alarmaufzeichnungen auf der SD-Karte stattfinden und man aus der Ferne auch auf die SD-Karte zugreifen kann und sich angucken kann, was waren da gerade so für Aufzeichnungen. Bis 128 GB, also man kann da bis 128 GB SD-Karte reinstopfen und dann lass ich mal machen. Dann zeichnet er mal fröhlich seine Alarmaufzeichnung auf. Das ist auch schon eine ganz gute Geschichte. Ja, Power zwischen 110 Volt und 260 Volt, also an den 230 Volt zu Hause wird das Ding angeschlossen. Komme ich gleich noch zu, wie es angeschlossen wird. Da sind so, also ist die Bedienungsanleitung ein bisschen scheiße irgendwie. Also, naja, aber ich werde es euch nachher erklären. Android und iOS-Apps, also man kann sowohl dieses Teil mittels eines Android-Handys wie auch eines Apple-Handys in das WLAN einbinden und voll nutzen über eine App, wo man sich nicht registrieren muss bei den Chinesen. Dann steht hier noch PC, System Requirement, Windows XP 7, 8, 10, 10 und IE. Was IE heißen soll, weiß ich nicht. Internet Explorer, ich habe keine Ahnung. Das würde natürlich darauf hindeuten, dass man auch per Internet, also ganz normal per Browser, auf die Kamera zugreifen kann. Es ist mir noch nicht gelungen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das geht. Also bin ich gescheitert, ich habe es probiert, ich bin nicht gescheitert, habe ich nicht hingekriegt. Vielleicht weiß das noch jemand von euch oder jemand, der dieses Video sieht und die Kamera kennt, könnte mir da vielleicht behilflich sein. Es ist für mich ein bisschen unverständlich, dass man da nicht auf die Weboberfläche kommt. Es gibt wahrscheinlich eine Weboberfläche, hoffe ich zumindest, dass man die Konfigurationseinstellung auch über die Weboberfläche machen kann. Allerdings ist das echt eine Kamera, so eine typische Handykamera, also fürs Handy, ne, wo auch die Push-Nachrichten aufs Handy geleitet werden. Ich würde sie nicht so einsetzen, wie ich meine anderen professionellen Außenkameras eingesetzt habe. Also das ist mir so eine Sache für die kleine Überwachung so zwischendurch, sozusagen, ne? Also fürs Handy, ne? Ja, kann draußen eingesetzt werden, minus 28 Grad bis 65 Grad, ist wasserfest, also kann auch im Regen hängen. Camera Running All Functions, das ist der Stromverbrauch 1,5 Watt bis 3 Watt, ich habe gemessen. 1,3 und 3 Watt habe ich gemessen. Stimmt also. Genau, die Alarmsirene, die da verbaut ist, 110 Dezibel. Seid vorsichtig, das schädigt euer Gehör. So laut ist das. Um das Gerät zu befestigen, braucht man Kreisdurchmesser ist 12 cm. Also hier, das andere Teil hat hier. Ist 12 cm im Durchmesser, wiegt 1,3 Kilo und das war es im Grunde genommen schon. Haben wir soweit durch. Kommen wir mal zum Lieferumfang. Das Kabel war natürlich nicht dabei, das habe ich auf meine Schrottkiste geholt. Ich habe immer so Schrottkisten rumliegen, wenn ich mal irgendwelche Geräte wegschmeiße, die kaputt sind, dann schneide ich das Kabel ab. Könnte man ja mal gebrauchen. Bumm, siehst du, wunderbar. Und kam hier so eingepackt. Hier war noch so eine Schutzhülle rum, dass das alles vernünftig eingepackt ist. Die Optik ist mittels einer Folie geschützt, die Hochglanz PIR-Sensoren, alle drei sind mit einer Folie geschützt worden. Und hier oben auch diese Gläser hier auf den LED-Flutlichtern sind auch mit einer Schutzfolie geschützt. Also alles, was irgendwie verkratzen kann, wurde geschützt, also ist geschützt. Da hat ES-Cam mittlerweile ein bisschen gelernt und das Ganze den Preis angemessen, vernünftig verpackt. Das kenne ich auch ein bisschen anders. Na gut, Schutzfolien auf der Optik, das ist nichts Neues. Das ist bei fast allen Produkten
die ich so kaufe, der Fall. Aber da haben die sich schon Mühe gegeben, das merkt man schon. So sieht der Karton aus, so bekommt man es geliefert. Und ich mache den Karton jetzt hier mal so auf, ne, ohne dass ich jetzt runterschwenke. So, dann ist hier oben natürlich eine Abdeckung drin, also so ist die Kamera hier drin. Und hier sind verschiedene Sachen drin, die ich euch jetzt alle zeigen werde. So, also so sitzt die Kamera hier drin, in Schaumstoff, gut verpackt, gut geschützt. Und das sitzt dann oben drauf. Und alles andere liegt irgendwo zwischen in der Ritze. So, dabei sind zwei Aufkleber. Ihr wisst ja, wenn ihr eine Kamera installiert, müsst ihr da, wo ihr die Kamera in der Nähe der Kamera, müsst ihr auf jeden Fall Informationen für aufhängen, dass eine Videoüberwachung stattfindet. Ganz wichtig, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Man kann es einmal ganz groß machen. Hier ist einmal so ein großer Aufkleber. Und hier ist einmal eine Nummer kleiner, weil man es nicht so riesig haben will. Ne? Zwei Aufkleber sind dabei, das finde ich schon mal ganz gut. Dann so Gumminüppel. Den habe ich, warte mal, wo habe ich den denn jetzt raus? Den habe ich hier hinten raus genommen. Da kommen wir nachher nochmal zu. Das hat was mit Installation zu tun. Dann findet man noch einen Schraubendreher, der ganz sinnig ist, um ja, das Ganze zu befestigen in der Wand nachher. Dann findet man hier so eine Tüte mit Reservegummidichtung. Wo die sitzen, das zeige ich euch nachher. Reservegummidichtung, vier Dübeln, vier Schrauben, dass man das entsprechend befestigen kann. Die Stromzuführung ist auch variabel, also man muss ja ein Stromkabel da reinballern. Wenn man zum Beispiel irgendwo aus der Wand ein Kabel rausgucken hat, kann man das Kabel natürlich, kann man diese rückseitige, also kann man das Kabel hier so einführen. Dann würde das so an der Wand sitzen und dann wäre das unsichtbar. Das würde dann so aussehen. Zack. Wird man kein Kabel sehen. So. Wenn man zum Beispiel hier im Schuppen ist, ist es ein bisschen anders. Da würde ich das Kabel von hier oben einführen. Und dann findet man von hier oben auch nochmal so eine, seht ihr das? So eine Verschraubung, die man rausnehmen kann, um das Kabel da einzuführen. Innen drin ist auch eine Gummimuffe, dass es dann wasserdicht ist. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und dann hat man auch jede Menge Dokumentation. Eine Dokumentation, na klar, damit das hier in Deutschland verkauft werden darf, ist das alles in Deutsch. Ich kann es ja mal hier so hinhalten. Ne? So, guck mal, wie man es installiert. Habt ihr das alles mal gesehen? Ich zeige euch das nur ganz kurz. Ich erkläre euch das nachher alles. Einmal soweit. Dann hat man hier nochmal so eine Schnellstart. So eine wilde Schnellstartanleitung. Ist das in Deutsch? Ja, ist auch in Deutsch. Unglaublich. Wie man es verdrahtet, ja, wie man das verdrahtet, den ganzen Kram, wie man es installiert und, ist ja wichtig. Allerdings wird nirgends auf eine ganz wichtige Sache hingegangen, auf den Schutzleiter. Es wird nirgends auf den Schutzleiter eingegangen. Das ist echt schlecht, ne? Das ist wirklich übel, dass das hier nirgends klar beschrieben ist, ne? Wo der Schutzleiter installiert werden muss. Wir wissen ja, bei Strom 300, 230 Volt haben wir eine Phase, Neutralleiter, und dann haben wir noch hier den, also wir haben ja die Phase, das ist ja in der Regel ist es braun. Dann haben wir den Neutralleiter, das ist in der Regel blau. Und dann haben wir noch den Schutzleiter, das ist ein gelb-grüner. Nicht nur in der Regel, das ist ein gelb-grüner. So, das ist der Schutzleiter, das ist also die Erde, ne? Das ist auch wichtig, weil dieses Gehäuse besteht aus Metall. Das ist leitend. Das Gehäuse, na gut, das ist jetzt lackiert. Aber nichtsdestotrotz, es ist leitend. Wenn ihr zum Beispiel hier irgendwas mit der Elektrik gegen das Gehäuse kommen sollte und ihr Finger da an, dann fließt der Strom durch euch durch und die Sicherung würde unter Umständen nicht auslösen. Und dann seid ihr hin. Ne? Deswegen gibt es den, das heißt, wenn das passieren würde, würde die Sicherung rausfliegen, wenn das Ding gegen Erde einen kurzen fabriziert. Ne? Also ein wichtiges Sicherheitsfeature, was ES-Ken da einfach nicht bedacht hat, weil die Amis ihre Sachen anders verdrahten, die kennen sowas nicht. Die haben in der Regel haben die da ja eine Phase und Nullleiter und dann war es das. Ne? Und dann geben die da Gas aus, sind auch nur 100, in Anführungszeichen nur 110 Volt. Dann ist nochmal eine Garantiekarte dabei. Dann hat man Quick Installation Guide, wo alles beschrieben wird. Auch die Verdrahtung, wie man das sieht. Und es wird sogar ein bisschen drauf eingegangen, aber es wird nicht drauf eingegangen, wo man das alles so verdrahten hat. Das ist alles ein bisschen kryptisch. Gefällt mir nicht ganz so gut. Also das hätte man besser machen können. Ja, es wird zwar gezeigt, genau, connect the ground wire. Es wird zwar beschrieben, aber es wird nicht beschrieben, wo. Es wird nicht beschrieben, wo ground wire angeschlossen wird. Ne? Das zeige ich euch nachher. Finde ich kacke, ne? Na gut, das ist, wenn man das Ding vom Elektriker anschließen ist, der weiß das schon, ne? Aber ich zeige es euch trotzdem. So, jetzt will ich noch mal ganz kurz hier, warte mal. Ja genau, wie man das, wo man die am besten zu installiert hat, wie man die auszurichten hat und all so ein Zeug. Das steht hier so drin. Das ist aber in Englisch, ne? Das findet ihr aber auch noch mal in der deutschen
Schnellstartanleitung, auch nochmal. Wie man die Position der Flutlichter verdrehen und verändern kann und die an der Kamera drehen und verändern kann. Wie man es installieren soll, dass man erstmal vorher die Sicherung rausmacht und solche Sachen. Das sollte selbstverständlich sein. Ne? Jo. Jupp, jupp, jupp. So, jetzt kommt, das ist die Softwareinstallation. Das ist Software. Ja, okay. Nicht weiter wichtig. So richtig detailliert durchgeblendet habe ich es noch nicht. Um das Ding in den WLAN-Modus zu bringen, zeige ich euch nachher, wie man quickly, das Ganze quickly einrichtet. Hatte ich euch vorhin schon gezeigt, ne? Nee, hatte ich nicht. Und dann noch eine Hinweise zur Wi-Fi-Anbindung. Bla 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 bla. Ja, das ist auch ein Witz. Überprüfen Sie es. Das Wi-Fi-Passwort darf keine Sonderzeichen, wie zum Beispiel Dollar, Hashtag, ein Hashtag, ein Ad-Zeichen oder sowas besetzen. Ne? Aber auch noch einiges mehr. Wir werden es nachher sehen. Also, ich werde es euch nachher zeigen. Also, da sind doch ein paar Sachen im Argen, die ich persönlich nicht ganz so gut finde. Weil sie einfach, erstmal, wird nicht in der Anleitung darauf eingegangen, wo man die super wichtige, den super wichtigen Schutzleiter anschraubt. Dann wird nicht darauf eingegangen, wie man den zweiten Verbindungsweg hier benutzt. Na gut, das ist hier Learning by Doing. Einfach ausprobieren. Und was war das dritte? Genau, WLAN. WLAN. Die Zeichenlänge für das WLAN-Passwort. In der App wird angegeben, dass das WLAN-Passwort, das man benutzt an seinem Router, damit die Kamera sich mit dem Router verbindet, nicht länger als 32 Zeichen lang sein darf. Das Lustige in der App ist, die App lässt gar nicht mehr als 20 Zeichen zu. Das ist natürlich scheiße, weil ich weiß nicht, wie lang eure WLAN-Passwörter sind, also meine sind ellenlang und sind deutlich größer als 30 Zeichen und wirklich kryptisch, die ganze Scheiße. Ich baue jetzt gleich eine Verbindung auf zu meinem Repeater, bei dem ich ein kurzes Passwort, aber auch für dieses Video natürlich eingegeben habe, ein kürzeres Passwort. Sollte eure Passwortlänge länger als 20 Zeichen sein, vergisst es, dann müsst ihr euren Router entweder umkonfigurieren, und das finde ich, das kann man keinem Menschen zumuten, oder ihr habt ein Kennwort, was eben kleiner 20 Zeichen ist. WPA2 Kennwort, was kleiner 20 Zeichen ist, gibt es dann keine Probleme. Es darf bloß keine Sonderzeichen beinhalten, also so ganz exotische Zeichen. Damit kommt die Kamera auch nicht klar. Das finde ich scheiße. Das ist echt blöd, weil WLAN-Kennwörter und ich finde der WPA2-Zugang, ich habe da einen ganzen Ordner, ist echt sensitiv. Ne? Und wenn da eingebrochen wird und wenn ihr es so einfach macht und Leute kommen da in euer System rein, dann bricht die Hölle über euch zusammen. Ich habe es live erlebt. Da habt ihr mit Rechtsanwälten jede Menge zu tun gehabt. Ne? Weil irgendeiner von meinen Spezialisten hier, ich glaube er hier, hat sich da bei mir hier eingehackt und dann Blödsinn fabriziert. Ne? Ja, das habe ich dem Support übrigens von ESCam auch schon geschrieben. Vielleicht ändern die das nochmal in der zukünftigen Version. Also ich fand das nicht so toll. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ansonsten ist das Produkt gut oder brauchbar. Aber diese Kleinigkeiten, die nerven mich. So, jetzt kommen wir erstmal dazu. Nun müssen wir doch runterschwenken und will ich euch erstmal zeigen, wie das Ganze verdrahtet wird. Bevor wir jetzt anfangen, bevor ich euch das zeige, muss ich euch erstmal wieder einen Warnhinweis reinfeuern in dieses Video. Anlagen an Installation an elektrischen Anlagen mit 230 Volt dürft ihr nur vom Profi machen lassen. Das heißt also, wenn ihr diese Kamera draußen an euer 230 Volt Netz anschließt, die blanken Kabel in dem Gerät, lasst das von einem Elektriker machen. Ich zeige euch hier nur, wie ich es mache. Und das, was da drin ist, habe ich natürlich von meinem Freund machen lassen, der Elektriker ist, also alles rechtens. Nichtsdestotrotz, alles, was ich euch jetzt zeige, auf eigene Gefahr. Und ich muss jetzt einen Warnhinweis einblenden. Nicht, dass ihr euch da in die Luft sprengt, dass ihr dann nachher tot neben den Geräten liegt, weil ihr denkt, ach, das kann ich auch. Ein Warnhinweis, ganz kurz, tut mir leid. Das ist halt rechtlich wichtig.
Scheiß Warnhinweise, ich weiß, es geht aber nicht anders. So, nun würde ich sagen, jetzt muss ich euch mal richtig weit hochschwenken. Jetzt geht das Abgekotze wieder los für euch. So, ich werde die Kamera möglichst weit oben positionieren, damit ihr hier auch ein bisschen was erkennen könnt. So, mal. So, dann schwenke ich die mal nach vorne. Und dann solltet ihr eigentlich sehen können, worum es hier geht. Hoffe ich. Warte mal. Ey, das ist noch fast zu klein. Aber doch, das reicht. So, also hier seht ihr die Kamera. Ups, hier seht ihr die Kamera. Hier seht ihr noch so ein Benzel dran. Das schneidet ihr ab. Das dürft ihr aber niemals wegwerfen, weil ein QR-Code drauf ist, der nachher zum Scannen ist, um die Kamera ins WLAN zu bringen. Hier seht ihr die beiden echt hellen Strahler, Flutlichtstrahler. Und ja, Full-HD-Kamera. Hier oben seht ihr, wenn wir dichter rangehen, könntet ihr das vielleicht erkennen. Seht ihr sogar, hier ist ein Knopf, ein Reset-Knopf. Wenn man den länger gedrückt hält, resettet man die gesamte Kamera. Kann man sie auf Werkseinstellung zurücksetzen. Auf der Unterseite findet ihr diesen monströsen Lautsprecher. Hier seht ihr die Kamera und da oben das Mikrofonloch. Und dann haben wir natürlich noch, wenn ich sie jetzt noch ein bisschen runterkipp, könnt ihr das hier sehen, die Klappe für die SD-Karte. Vielleicht kann ich die mal aufmachen. Das ist für mich eher unwichtig, weil ich habe ja meine Synology. Wenn man die an die Synology andocken kann, mehr will ich ja gar nicht. Genau, die habe ich jetzt hier so aufgemacht, auch wasserdicht natürlich. Da könnt ihr hier so ein bisschen sehen, dass man hier die SD-Karte reinstopfen kann in diesen Schacht. Oh, Alter, Perle in diesem Schacht hier. So, warte mal. Wenn ich das jetzt noch hinzoome, dann könnt ihr das noch besser sehen. Genau hier. Hier kommt die SD-Karte rein. Und wenn die dann drin ist, macht ihr den Deckel wieder auf und fertig. 128 GB. Und mehr gibt es hier außen eigentlich nicht zu sehen. Hier oben kann man nochmal Stromzuführung, die 230 Volt von oben sozusagen einführen in das gesamte System. Also die 230 Volt von oben, das Kabel von oben hier in das Gerät verlegen. Oder eben, wenn es direkt irgendwie aus der Wand guckt, direkt an der Stelle, wo das Kabel aus der Wand guckt, direkt ins Gerät rein verlegen. Hier seht ihr schon die beiden Rückhalteschrauben für das rückwärtige Teil, was an der Wand nachher verdübelt wird oder befestigt wird. Und hier drin, hier wo dieser Eingang ist, wo ich das Kabel jetzt so durchbommeln lasse, war so ein Gumminubi, der kommt natürlich normalerweise da wieder rein. Also der wird durchstochen und das Kabel wird durch den Gumminubi hier geführt. Das ist eigentlich der richtige Weg. Also diese, ihr seht hier, hier ist ein Loch drin. Hier vorne ist ein rundes Loch. Und in diesem runden Loch war dieser runde Gumminöbbi. Und wenn der Elektriker das bei euch vernünftig macht, piekt er hier ein Loch rein und zieht das Kabel durch diesen Gumminöbbi nachher durch. Den Gumminöbbi, den wird er dann nachher hier wieder raufpacken, damit das Ganze dicht ist. Wichtig. So, wie kriegt man hinten die Rückseite ab? Ganz einfach. Hier vorne sind zwei Hutmuttern und die löst man einfach. Denkt bitte dran, wenn ihr diese Hutmuttern gelöst habt, das macht natürlich bei euch der Elektriker, findet ihr darunter Gummis, Dichtgummis. Das Ganze soll ja auch wasserdicht sein. Hier sind diese Dichtgummis und in der Tüte findet ihr, hier vorne in der Tüte findet ihr auch nochmal zwei Reserve-Dichtgummis, falls mal eine verloren gehen sollte. So, hier findet ihr Dichtgummis, die gehen ganz gerne verloren. Warte mal, kann ich jetzt hier so ausdrücken. So, zack, Dichtgummi und Hutmutter weg. Und auf der anderen Seite ist das natürlich genau das gleiche Spiel. Na? So, zack. Schraube rausdrücken. Gummi, sonst fliegt das nämlich weg. So, und die Schrauben. So, jetzt habe ich das hier geöffnet. So, hier fallen die Schrauben raus. Und so habe ich das Ganze professionell verdrahten lassen. Diese beiden Kabel bei der Lieferung, diese beiden Kabel hier, die gehören zuerst kam, das schwarze Kabel und das weiße Kabel. Das schwarze Kabel ist Phase und das weiße Kabel ist neutral. Und mittels einer Lüsterklemme wird die Phase mit der Phase verbunden, also mit dem braunen Kabel. Und das weiße Kabel mit dem blauen Kabel verbunden. Und dann haben wir natürlich noch das, wie ihr hier seht, das Massekabel. Nicht das Massekabel, also das Erdungskabel. Und das wird an diese Schraube befestigt, hier vorne. So, ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen hier. Lichttechnisch, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen.
Also diese Schraube, warte mal, wenn ich das jetzt hier so, ja, hier könnte man es besser sehen. So, an dieser Schraube hier muss hier die, das grün-gelbe Kabel ran. Das Erdkabel. Ich hoffe, das heißt so. Ich weiß es nicht sogar, mein Elektriker weiß es besser. Ja? Das muss hier ran, weil das Gehäuse aus Metall ist. Ganz wichtig, weil wenn es nicht dran ist und auf dem die Phase sollte auf dem Gehäuse liegen und beim Touch da an, kriegt man also volle Möhre eine gewischt. So, hier sieht man hier auch noch, hier ist natürlich auch noch ein Dichtgummi, mit, wo das Dichtgummi das Gehäuse sozusagen abdichtet. Und das ist die gesamte Elektronik. So, ich baue das jetzt alles mal wieder zusammen und dann melde ich mich gleich wieder. So, nun habe ich das wieder zusammengebaut, ging recht schnell, schneller als gedacht. So, und dann findet ihr hier unten natürlich nochmal einen QR-Code, der nachher wichtig ist bei der Installation. Dieses Kabel müsst ihr, Kabel sei schon, dieses Band müsst ihr durchschneiden, das dürft ihr nicht wegschmeißen. Findet ihr aber auch nochmal unter der Kamera, die ist das gleiche, aber das wird ja irgendwann verwittern. Und so habt ihr das dann immer nochmal im Karton liegen. Das solltet ihr zu den Unterlagen packen, damit ihr das nicht verliert, ne? Weil das ist wichtig, um die Kamera ins WLAN zu bringen. So, und wenn ich jetzt einen Stecker reinstecke, 220 Volt vom Elektriker installiert, den seht ihr, leuchten die Funktionen hier und die sind echt hell, glaubt mir das. Die sind echt brutal, ne? Jetzt mache ich ja nicht das Licht aus, aber glaubt es mir, die sind echt super heftig hell. So. Wollen wir schon mal mit der Einrichtung beginnen. Und zwar würde ich die Kamera hier hinstellen. Und hier mein Handy. Und wie weit kann ich da ranzoomen? Das ist eigentlich egal. So, hier stelle ich jetzt die Kamera hin. Und dann wollen wir das Ganze mal ins Internet bringen. Achso, kann ich auch noch was zu sagen. Also man kann, ihr seht es schon, an diesen Drehknöpfen hier, die kann man hier lösen, an den Flutlichtern. Und das Ganze natürlich dann hier frei einstellen und konfigurieren. So, dann hat man nochmal zusätzlich, dazu schwenke ich mal ein bisschen ran, hier so eine Art Überwurfmotor, die kann man natürlich lösen, diesen Ring hier. Den kann man hier lösen. Genau, wenn man den jetzt hier so ein bisschen löst, kann man das Ganze natürlich, also vernünftig löst, genau, kann man das Ganze natürlich auch verdrehen, wie ihr seht. Hier kann man das verdrehen und dann zieht man das hier einfach wieder an, wenn man es in der richtigen Position reingedreht hat und fertig. Also die Flutlichter kann man frei einstellen, was die Ausrichtung angehen soll. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Also in alle Richtungen lassen sie sich schwenken. Bei der Kamera ist es so, wenn das Ding jetzt an der Hauswand hängt und ihr guckt jetzt nach vorne, wie ihr es hier seht, die Kamera kann man natürlich auch einstellen. Die hat hier ein Schwenkgelenk, wie ihr seht. Also das ist auch schon relativ, also ihr könnt sie nach rechts schwenken, ihr könnt sie nach links schwenken. Die hat ein Kugelgelenk, wie ihr hier seht, was man auch noch verschrauben kann. Also das, die Schraube ist hier nicht so extrem angeklemmt, also das ist einfach nur eine Klemmschraube. Ja, aber die hat eine angenehme Festigkeit, sie verstellt sich auch nicht. Man kann sie nach unten packen, nach oben packen. Also sie lässt sich also eigentlich auch ziemlich frei einstellen, was den Winkel angeht, wo sie hinzugucken hat. Man kann sie natürlich auch drehen, wie ihr seht. Alles möglich. Also relativ flexibel, was die Einstellmöglichkeiten der Beleuchtung, der Flutlichter angeht, aber auch der Kamera selbst. Alles kein Problem. So, und nun werden wir das ganze System mal ins Internet bringen. Dazu will ich das jetzt hier mal so hinpacken. So, und hier ist mein Handy und dann werde ich gleich mal meinen Screen Recorder anschmeißen und dann werden wir als allererstes erstmal die Kamera resetten, in den Auslieferungszustand bringen. Das macht man über diesen Knopf hier vorne. Das mache ich jetzt gleich mal. Aber erst nachdem sie gestartet ist, durchgestartet ist, jetzt trinke ich erstmal was. Taut ein Momentchen. Hat Bumm gemacht. So. Jetzt müsste sie hochgeladen sein. Jetzt nehme ich diesen Reset-Knopf hier und den halte ich jetzt 5 Sekunden lang gedrückt. Wo ist er? Da. Jetzt ist er geresettet, wo ihr diesen Klingelton gehört habt. Jetzt ist er wieder im Auslieferungszustand.
hört, er bootet. Es tut sich was. Passiert dreimal. Und das passiert jetzt noch ein drittes Mal. Wenn ihr das hört, dann ist er bereit zur Konfiguration. Das ist der Auslieferungszustand. Ne? Eben war die Kamera noch online, also sie hat sich eingebucht hier in meinen Repeater, in meinen Manistech Repeater. Und den werden wir auch gleich nutzen. Aber da ist die Einrichtung ein bisschen anders. Die Einrichtung in dem Router direkt ist super easy. Solltet ihr einen Repeater benutzen, so wie ich, und das ist ganz gut, dass ich das euch jetzt zeige, müsst ihr ein bisschen anders vorgehen. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Es ist im Grunde genommen genauso einfach. Bloß einen Schritt braucht ihr da mehr. Beim Router erkennt er das sofort und bei einem Repeater braucht er sozusagen zwei Anläufe. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Ich mache nochmal ganz kurz außen wieder an. Und dann schmeiße ich einmal den Screen Recorder an und dann gehen wir das Ganze mal durch. Also wie ihr habt gesehen, er hat dreimal gebimmelt. Wir haben ihn geresettet, 5 Sekunden lang über den Knopf drücken, warten bis dieser Signalton kommt und dann ist die Sache erledigt. So, und nun starten wir gleich mal die Einrichtung. Um diese Kamera nun ins WLAN zu bekommen, werde ich jetzt mein Handy anwerfen. Dazu müsst ihr euch jetzt erstmal eine App runterladen. Und zwar geht ihr da in den Play Store. Ihr könnt natürlich auch hier scannen den QR-Code für Apple und für Android. Aber ihr könnt es auch direkt eingeben. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Dazu muss ich als erstes erstmal meinen Screen Recorder wieder anschmeißen. Dann zeichne ich das nämlich hier auf. Zeichne ich das hier mal schnell auf. Zack. Ja klar, starte. So, Screen Recorder läuft. So, also ihr geht als erstes erstmal in den App Store. Ich blende euch das Bild, ja, hier wo meine Hand ist, da blende ich euch das jetzt ein. Ihr geht in den App Store und ladet euch erstmal folgende App runter. Ihr seht es hier schon, die Floodlight Cam. Gebt da einfach Floodlight Cam ein von der Firma Xiaomi 2017. Und ihr seht hier auch schon, dass ich es installiert habe. So, wenn ihr euch das runtergeladen habt und es installiert ist, dann findet ihr das hier auf der rechten Seite unter Floodlight. Und als erstes müsst ihr erstmal Strom auf die Kamera geben. Das mache ich jetzt mal, dass sie startet. So, beim Starten gehen die beiden Flutlichter an, ganz kurz, und schalten sich wieder ab. Und die Kamera macht gleich diese komischen Geräusche. Das ist ja der Auslieferungszustand. Ich werde jetzt die Kamera, das WLAN-Modul, nicht direkt mit dem Router verbinden, sondern mit meinem Repeater. Und da gibt es eine Kleinigkeit zu beachten. Bei der Router-Einrichtung, das ist einfacher. Diesen Zettel hier braucht ihr oder den, der hier unten installiert ist. Und jetzt macht er gleich diese Geräusche. Dreimal bimmelt er. Und ihr hört es auch schon, das ist laut, das Ding ist richtig laut und kräftig. Da. Einmal. Macht er dreimal. Zwei. Und drei. So. Jetzt ist das Gerät bereit. Meine Kamera ausgegangen. Läuft mein Screen Recorder noch? Jupp, läuft noch. So. Nun startet ihr die App. Und dann seht ihr hier verschiedene Sachen. Anweisung zur Geräteinstallation und Gerätekonfigurationshandbuch. Das funktioniert komischerweise nicht. Ihr seht aber hier so ein Plus-Symbol, Gerät einrichten. Und da klickt ihr dann drauf auf Gerät einrichten, auf das Plus. Und dann werden euch verschiedene Geräte angezeigt. Und zwar intelligente Outdoor-Flutlicht-Cam, intelligente Outdoor-Flutlicht-Cam, intelligente Outdoor-Flutlicht-Cam, also fünfmal. Und verschiedene Modelle. Das oberste Modell ist unser Modell.
das Weiße sozusagen. Nicht das Modell GFL200, das ist hier nämlich GFL100. Also das GFL200 Pro wird wahrscheinlich nicht funktionieren, habe ich auch nicht ausprobiert. Wir nehmen das oberste, den obersten Eintrag, klicken auf den obersten Eintrag. Hinweis. Bilder halten Sie das Gerät und den WLAN-Router innerhalb von 5 bis 8 Metern. Das ist Quatsch. Das Gerät kann nur 2,4 GHz WLAN-Router verbinden. Das ist klar. Jetzt wird es interessant. WLAN-Passwort kann nur unterstützen bis zu 32 Zeichen oder Ziffern. Das stimmt nicht. Es kann nur bis 20. Und ich werde es euch ja auch gleich beweisen. Das ist scheiße, wie ich finde. Jetzt klicke ich auf OK. Jetzt können wir den ganzen noch einen Namen geben. Ich gehe mal auf Anpassen und nenne das Gerät jetzt ESCam YouTube. Ne, Quatsch. ESCam nenne ich die Kamera. Das ist ja die QF608. Nenne ich dann auch so, das Kind hat ja einen Namen. QF608. So, man kann natürlich auch. Upsala. 608. Man kann natürlich auch irgendeinen anderen Namen nehmen. Carport oder Kamera hinten oder wie auch immer, in der Garten oder wie auch immer. Na, ich nenne es jetzt einfach mal ESCam QF608. Klick auf Fortfahren. Installieren Sie zunächst die Montagehalterung für. Ja, also sie muss schon installiert sein, ist klar. Aber so finde ich das auch gar nicht schlecht. So kann man das zu Hause schon in aller Ruhe auf dem Tisch einrichten. Und wenn die Einrichtung fertig ist, dann installiert man sie an den Ort, wo man sie installieren will. Klicken wir Fortfahren. Hängen Sie sie in die Halterung ein, bla bla. Jetzt kommen so ein paar Erklärungen. So. Nachdem das Gerät eingeschaltet und bereit ist, ertönt dreimal ein Signalton. Den haben wir eben gerade gehört. Haben Sie den gehört? Jo, klar, habe ich. Jo. So, jetzt müssen wir einen QR-Code scannen und damit ist der QR-Code der Kamera gemeint. So, und den scanne ich jetzt mal. Wartet mal, wo ist die Kamera? Hier ist der QR-Code. So, habe ich jetzt gescannt. So, und nun weiß er, dass meine WLAN-SSID, ich muss natürlich mit dem Handy auch mit dem entsprechenden Router verbunden sein. Das ist bei mir TEF 32 Plus, das ist ja mein Repeater. Und jetzt muss ich das Passwort eingeben. Jetzt wird es interessant, jetzt gebe ich mal das Passwort ein und wir zählen mal mit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, jetzt gehe ich hier mal weiter, 18, 19, 20, 20, das war's. Ihr seht, ich kann hier drücken, was ich will, ich kann nur maximal 20 ein WPA2-Passwort eingeben, was 20 Stellen lang ist. Das ist blöde, wenn ihr einen Router habt, der ein längeres WPA2-Kennwort hat. Wenn ihr ein WPA2-Kennwort habt, was bis 20 Stellen lang ist, gibt es keine Probleme. Sollte es länger sein, müsst ihr im Router das Kennwort kürzen. Und das finde ich blöd. Insbesondere, weil die App ja sagt, bis zu 32 Stellen kann man nehmen. Das geht aber nicht. Es sind 20 Stellen. Ich wollte es euch nur zeigen. So, jetzt gebe ich hier mein Kennwort ein. Mein WPA2-Kennwort. Das nennt sich YouTube. Das ist natürlich alles klein. Macht er immer wieder groß. Kann ich das auf Dauer auf klein machen? Jo. Macht das immer wieder groß. Egal. YouTube. 1, 2. Das ist mein WLAN-Kennwort für meinen Repeater hier. So, jetzt klicke ich auf Weiter. So, und nun steht hier, bitte stellen Sie die Telefonlautstärke auf den Höchstwert. Also die Lautstärke von eurem Telefon, stell die bitte auf höchste Lautstärke, weil es wird gleich wichtig, weil es wird gleich akustisch über dieses Mikrofon hier oben vom Handy alle Daten, die SSID-Kennung und die WPA2, das WPA2-Kennwort in die Kamera übertragen, was rein akustisch funktioniert. Das wird jetzt einen Augenblick Krach machen. Und dann werden wir zwischendrin einen Bestätigungston von dem Lautsprecher hören, dass die Verbindung geklappt hat. Allerdings sagt er hier, es ist fehlgeschlagen. Das hängt aber mit dem Repeater zusammen. Das steht aber auch so in der Anleitung. Also, wir machen das erstmal. Habt ihr gehört?
Die Kamera hat jetzt eine Verbindung zu meinem Heimnetzwerk aufgenommen und ist jetzt verbunden. Bloß die App schnallt das nicht, weil das jetzt über den Repeater läuft. Würde das jetzt... Oh Mann. Mach's mal leise. So, also ihr habt es eben gerade an der Kamera gehört, an der ES-Cam. Da kam eben so ein Signalton. Das bedeutet, sie ist jetzt mit meinem Heimnetzwerk verbunden, also mit meinem Router verbunden, über natürlich meinen Repeater. Wenn ihr das jetzt direkt macht, also wenn die Kamera jetzt direkt eine Verbindung zum Router aufgebaut hätte, dann würde die App das sofort erkennen. Bei Repeatern erkennt die App das aber nicht. Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin, und da gibt es dann gleich einen Trick. Also sie ist jetzt verbunden mit meinem Heimnetzwerk. Sie hätte jetzt auch schon eine eigene IP. Bloß die App schnallt es nicht. Wenn ich die Kamera jetzt direkt mit meinem Router verbunden hätte, dann würde die App das sofort anzeigen und würde sagen, Verbindung erfolgreich. Aber hier muss ich jetzt noch einen Zusatzschritt einfügen. Ihr werdet es gleich sehen. Von daher ist das ganz gut, dass ich euch das so zeige, weil das ist ja nun wirklich der Worst-Case-Fall, also das Komplizierteste. Rekonfiguration. Seht ihr? Konfiguration fehlgeschlagen. Rekonfiguration. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Wartet mal. Ich habe den Code nicht gehört. Gehe wieder ganz an Anfang. Gehe ich ganz zurück auf Gerät einrichten. Klicke hier auf Plus, hier oben auf Plus. Und da sage ich jetzt manuelles hinzufügen. Also die Kamera ist jetzt verbunden mit dem Router. Das haben wir an dem positiven Quittungston hier im Lautsprecher gehört. So, und jetzt werden wir in dem Hauptmenü ganz am Anfang, also in diesem Hauptmenü, was ihr hier seht, werden wir nicht auf Gerät einrichten. Geht das auch auf Gerät einrichten? Nee, das wollen wir nicht. Das Gerät ist ja schon eingerichtet, sondern wir gehen hier auf Plus hier oben rechts und dann manuelles hinzufügen. Und Mensch, muss ich das wieder eingeben, ich seppel. ES-Cam, ne? Hatten wir es genannt, ne? ES-Cam. ES-Cam. Also. ES-Cam. QF. 608. 608. Fortfahren. So, nun seht ihr hier schon die Device-ID, und die Device-ID, das ist diese ID, die auf diesem Zettel steht. So, und wenn wir hier auf diesen kleinen QR-Code rechts klicken, können wir diesen nämlich scannen. Und das mache ich nochmal. Das hatten wir ja schon gemacht, aber das mache ich jetzt eben nochmal. Hat er jetzt. Nun müssen wir das Passwort eingeben. Und das Passwort steht hier steht hier drauf. Admin, Passwort, Admin. Na, also der User ist Admin und das Passwort ist Admin. Das steht aber auch auf der Unterseite auch nochmal drauf. Und da geben wir jetzt Admin ein. Admin. Zack. Und sagen OK. Und ihr seht, es gibt keine Fehlermeldung. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Play-Button drücke, dieses Gerät ist, Standard-Kennwort. Möchten Sie das Passwort ändern? Würde ich euch empfehlen, dass ihr das Passwort Admin in irgendein Passwort ändert, was nur euch bekannt ist. Aber ich ignoriere das jetzt mal. Ich lasse das einfach mal so ignorieren. So, nun seht ihr, er baut jetzt eine Verbindung mit dem Gerät auf. Und da ist es. Und hier sind zwei Finger. Und jetzt hat er auch schon gerade einen Alarm rausgehauen. Wenn wir jetzt hier nämlich mal gucken, seht ihr, Flutlicht Cam, ES-Cam QF801 Motion Detection. Das waren meine beiden Finger, die ich hier gerade reingehalten habe. Er hat hier mir eine Push-Nachricht geschickt. Das ist defaultmäßig so eingeschaltet. Ich kipp sie jetzt mal so hin, dass ihr mich seht. So, jetzt müsstet ihr mich eigentlich sehen können. So, nun gehen wir mal auf die verschiedenen Sachen ein. Hier haben wir einmal unten einen Knopf SOS. Da kann man natürlich eine Notrufnummer spezifizieren. Das machen wir mal nicht. Die ist nämlich schon spezifiziert, 911 für die USA. Also wir würden dann 110 nehmen. Aber Käse brauchen wir nicht. Ich meine, da kann man auch manuell wählen. Dann haben wir noch die Beleuchtung, die ist jetzt auf automatisch geschaltet. Also
nach den Bewegungsdetektoren, die einmal hier sitzen, also die PIE-Sensoren für das Flutlicht sitzen einmal hier und einmal hier vorne. Also wir haben hier eine komplette Abdeckung. Jetzt hat er wieder Bewegung erkannt und mir wieder eine Alarm-Push-Nachricht. Seht ihr schon wieder? 1.48 Uhr, 1.49 Uhr. Seht ihr vorne, ne? Da. Mir zugeschickt, dass da Bewegung erkannt worden ist. Das schalten wir nachher aus übrigens, ne? So, und dann kann man hier noch sagen, Beleuchtung an. Jetzt sind beide Beleuchtungen an. Das kann man manuell schalten. Beleuchtung aus. So will ich das gleich machen. Und Beleuchtung Auto. Also er soll immer nur anschalten, wenn er hier vorne eine Bewegung erkennt. Also ich schalte die Beleuchtung mal aus, damit sie uns hier nicht dauernd in die Quere funkt sozusagen, in die Quere kommt. Also man kann die Beleuchtung manuell schalten, wie man will. Man kann auch sagen, pass mal auf, sie soll dauernd an sein und die ganze Nacht leuchten, ne, als Beispiel. Oder sie soll dauernd aus sein oder eben sie soll automatisch laufen. Das heißt also, dass die Bewegungserkennung hier unten drin bei Sonnenuntergang anschlägt, ne, sobald die Sonne weg ist. Dann gibt es hier noch die Sirene. Jetzt kommt jetzt eine Push-Nachricht nach der anderen. Diese Sirene, und die halte ich jetzt mal zu, damit wir jetzt nicht taub werden. Ich gehe jetzt mal auf Sirene. Hier steht, als Kopf ist die Sirene, Warnung, als Kopf ist die Sirene laut genug, damit ihre Nachbarn sie hören können. Ja, sie ist noch nicht mal, sie hat nicht den lautesten Zustand. Ich halte sie jetzt nur, deck sie nur ab, damit wir hier nicht gleich taub werden, damit ich ja keinen Gehörschaden kriege. So, okay. So, ich mach's mal wieder aus. Ne? Also ihr seht. Also, wenn ich das nicht abdecke, ist hier ein Höllenspektakel. Das Ding ist richtig laut. Ne? Dann haben wir noch eine zweite Seite. Da kann man Snapshot machen, wenn ich darauf klicke, auf den linken Knopf. Ist, sozusagen eine Bildschirmaufnahme machen. Das ist schon wieder ein Alarm erkannt worden. Dann kann ich sprechen. Das mache ich mal. 1, 2, 3. 1, 2. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dieses ist dein Test. Dieses ist dein Test. Ist dein Test. Haben wir natürlich jetzt eine Rückkopplung. Aber ihr hört schon, wie laut das ist. Das kann man noch lauter einstellen. Ne? Test. 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 Also richtig heftig laut, ne? Richtig heftig richtig laut. Heftig laut. Heftig laut. Na, jetzt habe ich natürlich eine Rückkopplung durch den Lautsprecher mit der Kamera. Ich kann natürlich auch auf Hören gehen. Dazu muss ich natürlich den Lautsprecher lauter machen. 1, 2, 3. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr habt gehört, das funktioniert auch und das kann man auch verstehen. Das wäre die Geschichte. Sprechen hatten wir. Dann können wir noch auf Datensatz gehen. Rechts hier unten dieser runde Knopf in dem unteren Bereich. Wir hatten ja Snapshot, sprechen. Ne? 1, 1, 1. Eieiei, Rückkopplung. Aber es ist verständlich und der Lautsprecher ist echt klasse. Ne? Also wenn ich hier in das Handy reinquatsche, das kann man richtig laut hören. Das ist echt gut. Der Lautsprecher ist toll. Das Mikrofon, naja, im Handy kann man es gut hören, aber die Sprachqualität hält sich da doch eher in Grenzen, sagen wir mal so. Ne? Wenn man hier auf Datensatz klickt, würden wir jetzt eine Videoaufnahme machen. Ich mache das wieder aus. Wo landet diese Videoaufnahme? Diese Videoaufnahme landet, upsala, diese Videoaufnahme landet im Speicher unter Floodlight-Cams. Und hier landet die Videoaufnahme. Müsstet ihr hier irgendwo sehen? Genau, diese MP4-Datei. Das wäre dann die Videoaufnahme, nur diesmal. Genau, da seht ihr das. Videoaufnahme war ja nur ganz kurz. Gehen wir mal wieder zurück. Genau. So, Datensatz. Das wäre also, das ist ein bisschen blöd erklärt. Aufnahme hätte man das nennen können. Das wäre schöner gewesen, ne? Also man kann Snapshot machen, eine Aufnahme oder sprechen. Und wenn man wieder zurückgeht, kann man SOS, also die Polizei anrufen, die Beleuchtung einstellen. Wie gesagt, ich lasse jetzt aus. Und die Sirene aktivieren. Ne?
So, ich mache das noch mal ganz kurz. Oh, ja, 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 heftig. Also da wächst ja alles auf, ne? Das ist der Bereich. LD ist besser, das wäre HD. Das wäre die HD-Qualität. Also wenn ihr wirklich sehr gutes WLAN-Signal habt, weil über meinen Repeater nämlich jetzt auch verschiedene andere Geräte noch zusätzlich laufen, das ist ziemlich am Ende. Da laufen auch ein paar 5-Megapixel-Kameras. Reolink, ihr wisst. Ne? Was haben wir hier? Hier können wir verschiedene Sachen machen, wenn zum Beispiel eine Bewegung erkannt wird. Also man kann einmal das machen, sobald eine Bewegung erkannt wird. Oder? Oder zum Beispiel, wie kann ich Ihnen helfen? Hi, can I help you? Blöde, natürlich in Englisch, ne? Es tut mir leid, ich bin jetzt ziemlich beschäftigt. I'm sorry, I'm pretty busy right now. Oder, Entschuldigung, ich bin nicht daran interessiert. Sorry, I'm not interested in. Ne? Also wenn er was sein sollte, ne? Also ich finde das hier ganz gut, oder eben, das finde ich auch schon okay, oder? Bisschen albern. Also ich würde das, würde diesen Rington bevorzugen. Das kann man nachher auch in den Einstellungen spezifizieren. So. Das ist nur, falls mal irgendwas sein sollte und man will nicht selbst ins Telefon quatschen, kann man auch sagen, pass mal auf, lass doch mal den Hund bellen. Ne? Dann kann man noch mal mit diesen Pfeiltasten auf Fullscreen gehen. Das kann ich euch aber in den Screen Recorder, der hoffentlich noch läuft, ja, läuft noch. Hier seht ihr übrigens schon die ganzen Benachrichtigungen hier. Die ganze Alarmbenachrichtigung, kann man das Ganze auch noch in Fullscreen anzeigen. Und das ist, die Qualität ist wirklich klasse, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil mein Screen Recorder in Fullscreen nicht funktioniert. Schade eigentlich. Ja, ich könnte es euch höchstens so zeigen. Wartet mal. Ich könnte es euch höchstens so zeigen. So würde es gehen. Dass ich euch das direkt in die Kamera zeige, hier sozusagen so. Ja, dass ich da hier so reingucke. Vier Finger. Zwei Finger. Bisschen Verzögerung, ne? Aber haut alles hin. Wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, mit zurück. Jo. Dann gehen wir wieder raus hier aus der Szene. Fokussieren nochmal. 22 Minuten sind wir schon. Und ich müsste die Aufnahme beende ich jetzt mal, weil wir jetzt gleich in die Einstellung kommen. Da muss ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. Also mit den Hauptmenüpunkten sind wir jetzt im Grunde genommen durch. Und ich stoppe jetzt mal den Screen Recorder. Und ich stoppe jetzt mal die Kamera und dann gehen wir gleich in die Konfiguration. So. Nun gehen wir mal wieder rein. Ich wollte euch noch die Konfigurationseinstellungen zeigen. Jetzt habe ich es mal auf HD geschaltet. Und dann möchte ich euch noch mal das HD-Bild zeigen. Am besten so, ne? So. Glaubt es mir, die Bildqualität ist richtig gut. Hier. Müsstet ihr mich eigentlich sehen können, ne? Also das passt schon. Zack. Also das ist schon knüppelscharf. Also erst rein. Und das ist die, selbst die normale HD-Auflösung ist auch sehr gut, aber natürlich nicht ganz so scharf. Aber ist auch schon klasse. Ist auch schon klasse. So. Bisschen WLAN-Signale. Er hat ein bisschen Verzögerung. Pass mal auf. Ich zeige euch das mal. Achso, oh, Mensch. Ups. Ein Finger. Jetzt. Zwei. Drei. Wie mache ich das am besten hier? Ich mache das am besten mal so, dass ihr das hier auch sehen könnt. So, hier seht ihr meine Hand. Eins. Zwei. Also er braucht ein bisschen. Hat ein bisschen Verzögerung. Aber das geht in Ordnung. Da machen wir uns nicht ins Höschen. Passt schon. Also, da gibt es andere Kameras, die langsamer sind. So, jetzt haut er mir hier wieder einen Alarm nach dem anderen raus. Das werden wir gleich mal alles abstellen. Oder wir können es auch so laufen lassen. Ihr seht es hier schon. Hier bekomme ich jetzt meine Push-Nachrichten. Jetzt gehen wir mal in die Konfiguration. Und da oben seht ihr dann rechts so ein Zahnrad. Und da gehen wir jetzt mal rein. Das läuft noch schön. Zahnrad. Und dann kommen wir in die Konfigurationseinstellung. Netzwerkinformation. Wie die Signalstärke ist. Die ist natürlich toll. Dann haben wir die Geräteinfo. Ich mache mal die Lautstärke leiser. So, dann haben wir hier die Geräteinfo. Wenn wir darauf gehen,
bekommen wir Informationen zum Geräten, wie ich sie benannt habe, den Namen. Den kann man natürlich dann hier auch ändern, wie ihr seht, falls euch der Name dann doch nicht gefallen sollte. Gerätemodell, das ist eine GFL100. Geräte-ID, das ist die, die wir hier gescannt haben. Diesen Zettel, wie gesagt, abmachen und nicht wegschmeißen, sondern in den Karton reinlegen, falls ihr die später mal wieder neu einrichten müsst. Die Geräteversion steht hier und die IP, die Kamera hier in meinem eigenen Netzwerk bekommen hat, das ist die 192.168.145. Geräte-Kennwort ändern, damit ist das Admin gemeint. Hier kann man dann als Passwort ein anderes Passwort vergeben. Zum Beispiel Fritz Lakritz, dann hätte man als Benutzername Admin und als Passwort Fritz Lakritz. Das kann man hier eingeben, muss man zweimal machen. Einmal das aktuelle Passwort eingeben, das wäre dann Admin, und das neue Passwort Fritz Lakritz, als Beispiel jetzt. Ne? So, Gerätekennwort einmal, dann kommen wir hier zu den Lichteinstellungen. Hier kann man hingehen und das Video spiegeln. Genau, da haben wir die Anzeige normal, logisch, ne? Vertikal spiegeln. Spiegeln generell, das mache ich mal wieder auf normal, kann man es natürlich spiegeln und spiegeln. Also machen wir normal, also egal wie man die aufhängt und konfiguriert, man kann das alles genau einstellen. Man kann das OSD festlegen, das OSD ist hier oben die Datumsanzeige. Da kann man sagen, soll das Datum ausblenden, dann ist es weg, wie ihr seht, hier oben rechts im Bild. Oder eben anzeigen, dann ist es wieder da. Und man kann auch den Anzeigenamen, also auch den Gerätenamen, anzeigen lassen. Der würde dann hier oben angezeigt werden, links im Bild. So müsste ich es jetzt vergrößern, damit man es richtig sehen kann. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Jetzt steht hier ESCAM QF608, damit man weiß, um was es sich handelt. Den Videokodierungstyp kann man festlegen. Hier weiche Kodierung ist stabiler, harte Kodierung ist schneller. Wir machen harte Kodierung. Also das sind so Einstellmöglichkeiten, die sind sehr begrenzt in diesem Menü. Wieder zurück. Datensatzeinstellung, damit ist dann gemeint der Speicher der SD-Karte, die ihr hier hinten reinstecken könnt, bis zu 128 GB. Da kann man dann einstellen, ob die ganze Zeit aufgezeichnet werden soll oder nur eben, wenn Bewegungen detektiert worden sind, ob die denn aufgezeichnet werden sollen. Ich würde sagen, die Warnungen sind wohl im Zweifel die besten. Jetzt steht hier Setup erfolgreich, ich mache es aber aus, weil ich keine SD-Karte hier drin habe. Oder eben Vollzeit würde bedeuten, er soll rund um die Uhr aufzeichnen. Aber dann mit 128 GB, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Dann kann man sich ja noch die SD-Kartenspeicherkapazität angucken, wie viel schon verwendet worden ist und wie viel frei wäre noch auf der Karte. Das könnt ihr dann auch Gusto einstellen. Ich habe es jetzt erstmal aus, weil auch keine SD-Karte drin ist. Einstellung der Bewegungserkennung, das ist wieder interessant. Die ist jetzt eingeschaltet. Der Bewegungsalarm, wenn ich ihn ausschalte, ist der Bewegungsalarm deaktiviert. Seht ihr? Da würde auch keine Push-Nachricht mehr raushauen. Würde auch Ruhe geben. So, die Bewegungsempfindlichkeit kann man hier einstellen auf Niedrig, Mittel, Hoch und Max. Und dann kann man noch Bewegungszonen einstellen, wann eine Alarmaufzeichnung stattfinden soll. Es ist ja manchmal so, dass man nicht bei allen im Bild, bei allen Dingen im Bild das haben will. So kann man dann hier, seht ihr selbst, hier in diesem Quadrat, kann man dann sagen, nur das hier unten links, wenn da Bewegung sein sollte, das wäre dann, warte mal, hier wäre das. Also wenn jetzt hier Bewegung ist, soll er da auch einen Bewegungsalarm raushauen. Ne? Also so könnt ihr dann Bereiche ausschließen, die eben nicht überwacht werden sollen. Gehe ich wieder raus. Da haben wir noch Alarmeinstellungen für die Bewegungserkennung. Wenn die Warnung aktiv ist, erhält die App eine Ringbenachrichtigung, wenn das Gerät Objekt erkennt. Das war dieses Gebimmel, was ich immer am Handy hatte. Ich habe jetzt die Lautstärke ausgeschaltet. Die Glocke. Ne? Es kann auch vibrieren oder man kann es auch ausschalten. Ne? Und dass man Push-Nachrichten haben will. Ist klar, akzeptieren Sie den Alarm jederzeit und überall. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man in Besprechungen ist, dass das Handy trotzdem sagt, Achtung, zu Hause ist da irgendwas erkannt worden, was da nicht hingehört. Ist ja wichtig, ne? Dafür hat man so eine Kamera ja auch. So, das kann man so nach Gusto einstellen, das war die Geschichte. Dann kann man noch einen E-Mail-Alarm festlegen. E-Mail-Alarm bedeutet folgendes, kann man eine E-Mail-Adresse spezifizieren, an die eine E-Mail geschickt wird. Macht in meinen Augen keinen großen Sinn. Okay, alternativ macht Sinn. Ich nehme auch an, das habe ich nicht getestet, ich nehme auch an, dass sogar ein Bildanhang mit versendet wird als E-Mail-Alarm. Ne? Dass man ein Bild bekommt plus eben eine E-Mail. Aber ich finde die Online-Benachrichtigung, das ist das einzig Sinnvolle. Dann kann man noch Lautstärke-Einstellungen hören und sprechen. Kann man hier noch einstellen, die Hörlautstärke und die Sprachlautstärke an dem Gerät.
wie empfindlich das Ganze sein soll. Kann hier auch jeder nach Gusto einstellen. Dann kommen wir zum Thema Sicherheit. Erkennungszoneneinstellung. Die Erkennungszoneneinstellung ist für das Flutlicht zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und da kann man jetzt einzelne Bereiche ausklammern. Wenn zum Beispiel links eine Haustür ist, wo immer viel Bewegung ist, aber man das nicht überwacht haben will, aber da die Bewegung sein darf, könnte man dann sagen, okay, das schalte ich aus. Und dann seht ihr, dann geht der Bereich schon, grenzt man den Bereich ein. Den mittleren kann man auch, dass man sagt, nur rechts soll er überwachen. Als Beispiel, ne? Nur die rechte Seite oder die linke Seite und die Mitte soll er ausklammern. Also so kann man das Ganze noch so ein bisschen verfeinern. Und auch die Zonen hier vorne, da kann man die Empfindlichkeit natürlich auch vergrößern. Auf Mittel, seht ihr, dann wird die Erkennungszone wesentlich größer oder eben hoch. Das ist dann das Maximale. Dass er für den Lichtschalter, für hier unten diese drei Bereiche, für den, also für den hier vorne, für den hier vorne und für den in der Front, diese 270 Grad Überwachung für die Lichtschalter, dass man das einschränken kann oder auch maximieren kann. Ne? Also das kennt ihr ja über Drehknöpfe von euren üblichen Bewegungsmeldern. Ne? Das wird ja sonst über so Podis gemacht. Das läuft hier dann elektronisch. Das kann man dann hier elektronisch einstellen. Ich stelle es mal wieder auf niedrig. Ja. Warte mal, das war Erkennungszone. Genau, da waren wir gerade. Ich will euch ja nichts verschweigen. Dann haben wir noch die Alarmeinstellung. Da kann man dann sagen, pass mal auf, wenn bei Alarmeinstellung, wenn eine Bewegung erkannt wird, bleiben die Lichter an. Für 40 Sekunden, für 180, das kann man bis 1800 Sekunden hochschrauben. Oder nur für 20 Sekunden. Ne? Also so kann man dann quasi, wenn eine Bewegung hier erkannt wird und die Lichter gehen an, kann man hier spezifizieren, wie lange sollen die Lichter denn überhaupt anbleiben. Ist jetzt auf 40 Sekunden eingestellt, ist auch okay so. Wenn eine Bewegung erkannt wird, sendet das Gerät Warnung. Also sendet gar nichts. Also wenn hier eine Bewegung erkannt wird, die Lichter gehen an, soll das Gerät dann gar nichts machen, nur bei den Lichtern. Aber man kann auch einstellen, dass man dann sagen kann, ich möchte, ne? Ich möchte, dass der Hund bellt oder Hi, can I help you? Can I help you? Ne, diese Geschichten oder I'm sorry. I'm pretty busy right now. Ihr merkt schon, wie laut das ist, ne? Also das kann man noch zusätzlich aktivieren. Das mache ich mal wieder aus. Cancel. Wir können das auch schon. Ach, stumm, nichts. Genau, soll nichts passieren. Ist halt aber erfolgreich. Also er soll, sobald das Licht angeschaltet wird, soll der Lautsprecher keinen Sound ausgeben, keinen Hund bellen lassen oder irgendwas Blödes sabbeln, sondern er soll einfach leise bleiben. Ne? Das Licht soll angehen und dann war es das. Aber man kann zusätzlich noch diesen fetten Lautsprecher dann noch aktivieren. Und da kann man natürlich noch die Alarmlautstärke einstellen. Die ist jetzt auf 8. Die kann man natürlich noch erhöhen. Das Ding ist jetzt von Haus aus schon defaultmäßig, saumäßig laut, auch was den Alarm angeht. Das kann man aber noch weiter steigern, weil der Lautsprecher echt kräftig ist, der hier eingebaut ist. Wie gesagt, 110 dB, da fliegen euch die Ohren weg. Ne? Das ist echt unglaublich. Die gesamte Nachbarschaft würde dann alarmiert werden. Das ist natürlich auch wichtig und gut so, dass es so ist, wie es ist. So. Das waren die Alarmeinstellungen, ne? War doch richtig, ne? Ja, okay. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Dann kommt der Einrichtungsalarm. Dann gibt es einmal den Vollzeitalarm, also rund um die Uhr soll, das Gerät soll rund um die Uhr aufpassen. Oder nur nachts. Oder man passt es an mit einer Möglichkeit, dass man sagt, wenn man mal hier auf Plus geht, dass man das nach Tagen die Start- und Endzeit für die Überwachung aktiviert. Also so kann man sagen, der Überwachungs- oder der Alarmmodus soll nur angeschaltet sein, wenn man aus dem Haus ist. Und wenn man im Haus ist, dann ist es völlig egal. Ne? Oder eben, wie gesagt, nur nachts. Boom. Nur wenn es dunkel ist, dann soll er in den Alarmmodus verfallen. Ne? Oder eben rund um die Uhr, was natürlich auch nicht das Schlechteste ist. Ne? Bloß eben, dann würde natürlich jeder Postbote, der in die Kamera rennt, einen Alarm auslösen. Ne? Also nachts macht es eigentlich eher Sinn. Ne? Dann kann man auch noch einen Verknüpfungsalarm-Sound definieren. Aber den schalte ich mal aus. Das muss ja noch nicht sein. Ne? Ihr seht schon, also das kann man alles wirklich nach Gusto einrichten. Das ist schon ganz, ganz clever gelöst, wie ich finde. Dann gibt es noch die Sicherheitserkennung. Sicherheitserkennung, wenn ein Schockangriffserkennungsmodus aktiviert ist, wenn das Gerät angegriffen wird, wird Sirenenalarm ausgelöst. Also diese Horrorsirene wird ausgelöst, sobald jemand ja das Gerät versucht zu manipulieren oder zu bewegen.
Also sobald jemand an dem Ding rumfummelt, um das zum Beispiel zu manipulieren, wird die Sirene ausgelöst. Also das macht auch Sinn, das ist auch eingeschaltet. Sollte man auch eingeschaltet lassen. Dann kann man noch die Zeit und Zeitzone hier einstellen. Entsprechend hier oben seht ihr die aktuelle Uhrzeit, die stimmt. TV-mäßig, keine Ahnung, wo, das hat er sich irgendwie aus meinem Handy gezogen, keine Ahnung. Die Uhrzeit ist richtig. Ihr seht hier auch Berlin-Rom, das hat er korrekt erkannt. Könnt ihr aber natürlich auch anders einstellen. Also braucht ihr eigentlich gar nichts machen, das funktioniert vollautomatisch. Man kann das ganze Gerät zurücksetzen. Und hier steht dann auch zu Zurücksetzen der Videoumschaltung, Datensatzeinstellung zurücksetzen, Zurücksetzen der Bewegungserkennung. Man kann die ganzen Sachen oder alle Einstellungen wieder auf Default-Werte zurücksetzen. Und dann kann man das ganze Gerät natürlich noch neu starten. Und dann im Grunde genommen war es das auch schon mit der Konfigurationseinstellung. Und mit zurück geht man dann wieder in sein normales Menü. Also ihr seht, das Ganze ist recht übersichtlich. Also es ist nicht super kompliziert und es überfordert auch niemanden. Das Tolle, wie gesagt, ist eben, wenn man den hier im Automodus laufen hat und es wäre dunkel, dann würden die Lampen angehen, also so wie jetzt, die wirklich hell sind. Glaubt es mir, die sind hell. Na, jetzt mache ich es mal aus. Und im Grunde genommen war es das auch schon. So, und ich beende das jetzt mal. Jetzt sind wir mit der Konfiguration durch. Aber ein paar Sachen muss ich euch doch noch zeigen und sagen. Ich stoppe mal die Videoaufnahme. Ich stoppe mal meine Aufnahme hier von meiner Kamera. Und dann sehen wir uns gleich auf der Couch wieder, weil ich das jetzt hier wieder alles umbaue. Bis gleich. Da, wie versprochen, bin ich jetzt wieder zurück. Ja, ich laber hier wieder einen Scheiß zusammen. Das Video wird wieder länger als eigentlich geplant. Aber es gibt ja doch ein paar Sachen so zu erzählen und zu zeigen und zu erklären. Und ich hoffe, es ist mir so einigermaßen gelungen. Also diese Kamera, diese Full-HD-Kamera mit dieser brutalen Alarmsirene. Also man hat eine Alarmanlage mit Flutlicht, die man als Alarmanlage benutzen kann. Oder man kann sie, ihr habt es ja gesehen, man kann das alles so hinkonfigurieren, wie man es hinkonfigurieren will. Welche Wertung gebe ich jetzt dieser Kamera? Aufgrund einiger Nachteile, was das WLAN-Passwort angeht, das ist für mich eigentlich das Schlimmste an allem, würde ich dem Gerät einen Daumen zur Seite geben. Also es kommt auf die Anwendung drauf an. Das Gerät hat einen extrem hohen Preis von, wie gesagt, bei Amazon 219 Euro. Völlig indiskutabel, würde ich für 219 Euro würde ich für das Gerät nicht ausgeben, obwohl es wirklich verbaut ist. Ich würde es aber nicht machen. Minus 30 für 189 finde ich es auch noch ganz schön teuer. Was ich natürlich interessant finde, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder dann stimmen würde, wäre bei Banggood mit dem Couponcode für 131 Euro. Da würde ich sagen, okay, geht gerade noch so. Ey, das ist echt ein teures Produkt. Und so einem teuren Produkt von ESCAM dürfen solche Sachen nicht passieren, dass man in der App, am Anfang gesagt wird, das Passwort, das WLAN WPA2-Passwort darf nicht länger als 32 Zeichen sein. Da würde ich sagen, das geht noch in Ordnung. Viele Leute haben keine WPA2-Kennwörter, die so lang sind. Dass man natürlich nachher in der Praxis, wenn es darum geht, das WPA2-Kennwort einzutippen, nur 20 Zeichen machen kann, obwohl er drei Schritte weiter vorne gesagt hat, 32 Zeichen sind möglich, das ist natürlich schwach. Das ist wirklich schwach. Das darf einer Firma wie ESCAM nicht passieren. Also das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Scheiße finde ich auch, dass in der Bedienungsanleitung nicht klar auf die Elektrik eingegangen wird. Na gut, diese Geschichten hier, diese 230 Volt Stromversorgung, macht sowieso ein Elektriker und der weiß das dann auch. Da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Nichtsdestotrotz finde ich, würde ich es nicht schlecht finden, wenn in der Bedienungsanleitung das etwas klarer definiert ist. Das ist also doch schon so ein bisschen, das ist so eine Multifunktionsbedienung, wo verschiedene Geräte auch noch beschrieben werden. Finde ich auch nicht so toll. Ansonsten das Zubehör finde ich okay. Es reicht aus, aber der Preis ist schon sehr, sehr hoch. Das Interessante an diesem Produkt hier, wo ich dem Produkt so einen Daumen zur Seite geben würde. Das Killer-Argument ist der hohe Preis. Ich finde den Preis für das System sehr, sehr teuer und auch die Rückseite hätten sie ein bisschen wertiger verarbeiten können. Das ist echt nur Plastik, ne? Und das Ding wiegt. Das wiegt richtig viel. Sicherlich, es hält und es funktioniert, ne? Aber das hätte man auch ein bisschen schöner lösen können, ne?
Also das ist echt billigstes Plastik. Ansonsten, das Gehäuse ist Metall und es wird mit keinem Wort darauf eingegangen, dass man auch von oben hierüber, innen drin, das habe ich euch vorhin gar nicht gezeigt, da ist natürlich auch eine Gummimuffe, dass man auch hier oben über diesen Bereich mit dem Strom reingehen könnte. Also nicht nur von unten, also wenn das Kabel direkt aus der Wand guckt, dass man es direkt anschließt, ist natürlich eine gute Sache, aber dass man es natürlich auch von oben machen kann. Also das ist, normalerweise ist das ja der Regelweg, wenn man das irgendwo installiert, denke ich mal. Also so würde ich es machen, oder so müsste ich es machen. Also die Kamera macht tolle Bilder, hat die ganze Geschichte hat aber ein paar Nachteile, hatte ich euch ja gerade erzählt. Und wie man übers Web an die Kamera kommen kann, also über seinen Internet Explorer, Firefox, Google Chrome oder was man auch immer benutzt, weiß ich nicht, habe ich nicht hingekriegt. Ja, kommen wir noch mal ganz kurz zum praktischen Testen. Ich möchte euch hier noch, das könnte ich mal so nebenbei laufen lassen, das könnte ich einfach mal so einblenden. Das habe ich mal so eine Handyaufnahme gemacht. Bei einer Handyaufnahme ist es so, dass der Ton nicht mit aufgezeichnet wird, sondern nur das pure Video. Das zeige ich euch jetzt hier mal, das blende ich hier mal so ein. Das funktioniert. Also astrein. Die Handyaufnahme, da gibt das überhaupt keine... Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe, wird er das erkennen? Nee, ne? Müsste ich das schon spezifizieren, dass ich hier sitze. Ne? Also da gibt es schon keine Sorgen. Ne? Das passt soweit. Und schaut euch das einfach mal an. Also da rede ich auch noch, weil ich testen wollte, ob zum Beispiel der Sound auch mit aufgenommen wird. Nee, wird nicht mit aufgenommen. Also wenn ich es mit dem Handy aufzeichne, wenn ich nur sage Videoaufnahme, ja klar, macht ja auch Sinn. Ich habe ja auch nur drauf geklickt, nur Video aufnehmen, dann ist das natürlich ohne Ton. Das war der Hintergrund dieses Testvideos, was ihr da gesehen habt oder jetzt noch seht. So, nun besteht natürlich die Frage, kann man dieses System natürlich auch, ist ja OnWiff-fähig und damit wird ja auch geworben, kann man dieses System auch zum Beispiel in eine Lösung wie die Surveillance Station einbinden? Ja, kann man. Also der OnWiff-Port ist der, na gut, die Surveillance Station sucht sich die Kamera ja quasi schon selbst. Ne? Also als OnWiff-Kameras, die im Netz sind und zeigt die dann noch an. Und der OnWiff-Port ist, glaube ich, der Port 8080 ist der OnWiff-Port. Und da habe ich mal einen Screenshot gemacht von meiner Surveillance Station. Die kann ich mal einblenden. Oder ich mache das mal Vollbild. Ein Vollbild-Screenshot von den Einstellungen. Ja klar, da gibt ihr das alles ein, so wie ich das auch gemacht habe. Username Admin und wenn das Passwort in der App nicht verändert habt, dann wäre es auch Admin, aber ändert das Passwort, ja, Safety first. Ne? Also Passwort sollte man ändern. Ne? Dann funktioniert es auch in der Surveillance Station per OnWiff-Protokoll problemlos. Allerdings ist mir da aufgefallen, dass kein Stream möglich ist, kein Full-HD-Stream möglich ist. Es ist wirklich nur HD-Stream möglich. Das sind 1280x720 Pixel. Und man kann die Kamera auch in die Surveillance Station einbauen. Das fand ich schon sehr, sehr sympathisch, dass das so problemlos funktioniert. Unsympathisch eben, dass eben HD, der Full-HD-Modus nicht funktioniert und das Ganze nur in HD funktioniert. Es ist, wie es ist. Man kann es halt nicht ändern, so ist es halt. Ne? Also alles in allem. Fazit. Machen wir jetzt mal ein Fazit. Also das Gerät ist eigentlich einzigartig. Also ich kenne kein Gerät, was diese Funktionalität so bietet. Das ist auch der Grund, warum ich mir das Gerät zugelegt habe. Ich werde das Gerät auch benutzen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Allerdings, das mit dem WLAN geht schon mal gar nicht. Das muss unbedingt abgestellt werden. Das geht nicht. Ne? Dass sie in der App sagen, 32 Zeichen sind möglich, wäre kein Problem. Also, ne? Das ist ja schon eine Menge Holz. Das wäre nur schon ganz schön langes Passwort. Also, das ist ja auch okay so. Aber in der App sind nur 20 Zeichen möglich. Also das ist ja totaler Käse. Ne? Und viele Leute haben ja nur eine längere WPA. Also die nehmen ja nicht ein Kennwort irgendwie, ja weiß ich nicht, Perl-TV als Beispiel jetzt, als Passwort für ihr WPA oder irgend so einen anderen Scheiß. Ne? Sondern man nimmt ja irgendwas Kryptisches, was auch noch möglichst lang ist. Ne? Und möglichst lang ist für mich mindestens 30 Buchstaben. Mindestens. Also alles zwischen 30 und 64. Ne? Also so ein Monster-Passwort. Ne? Um das Ganze möglichst sicher zu gestalten gegen Brute-Force-Attacken. Nun gut, es ist wie es ist. 20 Zeichen sind hier maximal möglich. Das limitiert das System natürlich. Massiv. Ne? Ansonsten, wer die Anwendung hat, also wenn ein Außenflutlicht ersetzen will, kann sich quasi ein Außenflutlicht ersetzen durch dieses Gerät und erhält zusätzlich noch eine Alarmsirene mit Alarmdetektion und eine Full-HD-Überwachungsfunktionalität. Interessant war auch dieser Ausschnitt, die Nachtsichtfähigkeiten. Wenn die
Wenn das Flutlicht nicht angeht. Okay, wenn das Flutlicht angeht, dann ist es natürlich egal. Dann schaltet der IR-Sperrfilter, schaltet wieder zurück und zeichnet das Bild in Farbe ganz normal auf, weil die sind ja nur wirklich hell genug. Allerdings, die Nachtaufnahmen, wenn zum Beispiel so eine kleine Katze da links wieselt, die Ausleuchtung der Infrarot-LEDs, die angeblich 15 Meter schaffen sollen, ich würde sagen, es sind keine 15 Meter, die ist schon komisch, die sieht so aus. Also das Bild wird nicht homogen ausgeleuchtet, sondern so ganz komisch. Wie durch so einen Schlitz. Ich glaube, ich habe da auch eine Aufnahme irgendwie, wo man das sehen kann. Das würde ich dann jetzt hier einblenden. Fand ich auch nicht so schön. Also deswegen von mir ein Daumen zur Seite. Also es ist nicht schlecht. Es ist aber auch nicht wirklich perfekt. Also da bin ich ein bisschen verwöhnt, auch von diesem Reolink-System. Und auch von den anderen ES-Cam-Varianten. Also die ganz billigen ES-Cam-Varianten, ihr kennt ja dieses Katzenteil da, Bahnhofscan und so, hatte ich auch schon mal ein Review-Video gemacht. Na gut, über den Preis passte das dann schon wieder. Das war nicht teuer, also von daher war das doch gut. Die ES-Cam QD900, die ich hier im Einsatz habe, davon habe ich auch mehrere. Die sind echt klasse, die funktionieren wunderbar, die sind echt stabil und machen eine brauchbare, gute Bildqualität. Also was ist brauchbar? Also eine gute Full-HD-Bildqualität und haben eine Menge Einstellmöglichkeiten. Perfekt sind sie wahrlich auch nicht, aber sie sind gut. Sie sind, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, weil sie sind auch nicht so sehr, sehr teuer. Ne? Aber wie gesagt, 200 Euro, 212 Euro, völlig überteuert. Viel zu teuer für das Produkt, meiner Meinung nach. Okay, sie nehmen wahrscheinlich auch nur so viel Geld. Erstmal steckt da eine ganze Menge Arbeit drin und die Qualität ist soweit in Ordnung, bis auf die Rückseite, die finde ich scheiße, ansonsten die restliche Qualität passt alles. Die nehmen auch nur so viel Geld, weil es wahrscheinlich das Gerät besitzt ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt kein anderes, ich kenne kein anderes System, was diese Funktionalität hat. Und wie gesagt, das Tolle ist, man hat außen Flutlicht mit Bewegungserkennung, das ist irgendwann mal hin oder muss ausgetauscht werden, ja, dann kann man es natürlich durch so ein System austauschen. Bietet sich an, ne? Wenn man die Anwendung dafür hat und wenn man es denn möchte. Zum Beispiel unter dem Carport. Ne? Also passt soweit alles. Das Zubehör ist auch einigermaßen okay. Mit den Aufklebern passt schon alles. Die Verpackung ist super, passt alles. Ansonsten würde ich sagen, Daumen zur Seite. Also Daumen rauf würde ich dem Produkt nicht geben, aber Daumen zur Seite. Da muss ich dann ja auch ehrlich sein. So, jetzt muss ich noch was trinken, weil ich mich hier fusselig gesabbelt habe. Jetzt kommt das mal ein bisschen Mezzo ins Spiel. Mein Bier habe ich schon weggelutscht. Mir brennen auch schon wieder die Augen ein wenig. Und ich fange auch schon wieder an, müde zu werden. Und ich muss auch irgendwann ins Bett, weil ich morgen wieder früh hoch muss. Also ich bin die letzten Wochen hier nur in Gange. Echt schlimm. Aber mir machen diese Videos Spaß und ihr merkt das sicherlich auch. Ne? Also ich habe da echt Freude an meinen Review-Videos. Sonst würde ich die nicht so machen, wie ich sie mache. Sonst würde ich sie so durchknüppeln. Ne? Also schon cool und das Produkt ist auch cool. Viel Kauf würde ich sagen, ist es nicht, aber es ist halt teuer. Ne? Also, aber das Gute ist ja, wenn man es bei Amazon bestellt, hätte man zur Not ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich doch nicht haben. Ja, ansonsten ist schon ein gaggiges Teil. Verarbeitung finde ich okay. Das hier ist alles Plastik. Das hier ist Metall hier. Hier oben diese Kühlgeschichten von den, das ist alles Metall. Metall. Das ist alles Metall. Das macht dann auch das hohe Gewicht. Ne? Der ganze Rumpf hier vorne ist Metall. Deswegen Schutzleiter. Richtig anbringen. Wichtig. Weil wenn es da mal einen kurzen gibt und das Gehäuse unter Strom steht, gefährlich. Schutzleiter muss da ran, aber die Sicherung rausfliegt. Ne? Falls da mal was passieren sollte. Falls eure Elektriker mal ein bisschen unsauber arbeitet. Was wir aber nicht hoffen wollen. Sehr gut hat mir gefallen, der Lautsprecher. Brutal laut das Teil. Wirklich laut. Das ist schon mal ein Sicherheitsfeature, das finde ich gut. Wenn irgendwas laut ist, wenn es dann laut sein soll und er nicht so ein Quarkeimer ist, der nur so Pseudo-Alarm macht, also der macht richtig Krach. Ja, ansonsten alles drin und alles dran. Kann man echt nicht rummosern. Passt schon soweit, ne? Aber den Preis würde ich mir ein bisschen niedriger wünschen. Also diese 131 Euro bei Banggood finde ich auch schon teuer, ne? Aber 219 ist ein No-Go, ne? In meinen Augen für bei den ganzen Softwareproblemen, die da noch drin stecken. Also WPA 2, das ist schrecklich. Das finde ich echt schrecklich, dass die Hersteller das nicht beachten und nicht im Griff haben. Das ist echt Schlendrian und das ist schludrig. Finde ich echt schludrig, ne? Insbesondere, da in der App gesagt wird, wie gesagt, 32 Zeichen sind möglich. Und dann tippt man und bei 20 ist Schluss, ne? Also das ist schon knapp, ne? Nun gut. Sagt der Schmale, es ist, wie es ist. So.
Wir sind durch mit diesem Review. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich denke nicht, ne? Jetzt habe ich euch wieder so zugeschwafelt und das Teil so einigermaßen vorgestellt. Ja, klar, vorgestellt soweit, wie ich meine, dass es wichtig wäre. Die Bildqualität, wie gesagt, ist toppi. Ein bisschen schade finde ich, dass man da nicht über eine Web-Oberfläche direkt drauf zugreifen kann. Scheinbar, ich weiß es nicht so genau. Also ich habe es nicht rausgefunden, wie es geht und steht auch längst in der Bedienungsanleitung. Also scheint es wohl auch nicht zu gehen, denke ich mal. Finde ich blöd, das ist ein Nachteil, das erwarte ich heute bei den Kameras, dass die das können. Mittlerweile können die das aber alle nicht mehr. Ne? Das ist alles immer so ein App-Kack. Ne? Weil man möchte ja manchmal, auch wenn man so eine Kamera fest installiert hat, über den PC einfach mal gucken, was macht die jetzt eigentlich gerade? Und direkt auf die Kamera zugreifen über den Browser. Vielleicht geht's. Wie auch immer. Ich habe nämlich von ESCam eine alte Search-Software drauf losgelassen. Die hat jedenfalls nichts gefunden. Ne? Die hat nur meine QD900-Systeme gefunden. So, was machen wir dann als nächstes, meine Lieben? Als nächstes, auf Zuschauerwunsch, stelle ich euch was ganz Heißes vor. Das wird eventuell mein nächstes Video oder übernächstes Video. Da bin ich noch ein bisschen am Testen. Das dauert auch noch eine Weile. Da kann ich schon mal sagen, also Doppeldaumen nach oben, so wie Daumen habe ich gar nicht. Das hier ist die Reolink. Was ganz Geiles. Das hier ist die Reolink C2 Pro. Das ist das Beste, was es für zu Hause, für die Innenüberwachung zu kaufen gibt. Das ist eine 5 Megapixel, echt ohne Scheiß, das ist eine 5 Megapixel Kamera. Ey, da platzen euch die Eier, ne? Also sowas Geiles, ne? Ich meine, zuerst war ich von dem Teil hier auch mega begeistert, bis ich nachher diese ganzen Kleinigkeiten nachher herausgefunden habe. Eher durch Zufall auch, ne? Weil ich versuche da immer bis an die Grenzen zu gehen und denke, ja, was ist das denn, wenn du mit dem WPA kennenwort, ne? Ja, den ganzen Schnodder, den ganzen Krempel, so ein Schlendrian macht Reolink zum Glück nicht. Also Reolink macht echt wirklich professionelle Überwachungskamera-Hardware. Ne? Das ist eine 5-Megapixel-Kamera, dreh- und schwenkbar mit einem dreifach optischen Zoom. Was das Ding an Qualität raushaut. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Das geht gar nicht. Ne? Ein dreifach optischer Zoom vom allerfeinsten. Das Einzige, was bei dem dreifach optischen Zoom, was ich da jetzt schon zu bemängeln hätte, wäre die, wenn man optisch zoomt, dass er ein Momentchen braucht, um den Fokus noch einzustellen. Okay, das ist ja eigentlich in Ordnung. Aber die Qualität, Alter, da dreht ihr durch. Ne? Also da könnt ihr bis in die Poren reinzoomen, so halbwegs. Ne? Heftig. Eine Hammerkamera. Ich würde sogar sagen, mit das allerbeste State of the Art, was es momentan für die Innenüberwachung zu kaufen, für Geld zu kaufen gibt. Und dann auch noch Totschick und die Verarbeitung. Natürlich wie von Reolink üblich. Ey, ein Traum. Ne? Und der Preis, das verrate ich jetzt noch nicht. Der Preis ist übrigens auch ein Traum. Also kein Albtraum, ein Traum. Hammer. Aber ihr wisst ja sowieso, diese Reolink-Sachen gefallen mir sehr gut. Und die ESCam-Sachen finde ich auch gut. Die QD900 finde ich richtig gut. Als Außenkamera. Preis-Leistungs-Verhältnis. Geringer Preis. Vernünftige Leistung und Ausstattung. Und hier ist es eben sehr, sehr hoher Preis. Aber man bekommt dann natürlich auch was für. Ne? Aber mir persönlich ist es ein bisschen zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zu teuer. Insbesondere bei Amazon. Ne? Aber okay, muss jeder selber wissen, wenn er die Anwendung dafür hat, bitte. Ich halte ihn nicht auf. Und ich finde, die Kamera, die funktioniert auch ganz gut. Was ich noch nachteilig finde, ist, dass es hier keine Antenne für WLAN gibt. Und ihr habt es von vielleicht in dem Video auch gehört, dass man hin und wieder über den Lautsprecher die WLAN-Konnektivität zum Beispiel hat. Dieses digitale, so dieses hört man ganz leise im Lautsprecher, okay, stört nicht, ist nicht so tragisch, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn man hier oben noch irgendwelche WLAN-Antennen verbaut hätte, die man noch so ein bisschen optimiert einstellen kann oder eine externe WLAN-Antenne anschrauben kann oder wie auch immer. Das ist hier alles fest verbaut in dem Gerät und das limitiert natürlich dann auch entsprechend die Reichweite. Also man muss gucken, dass man echt ein gutes WLAN-Signal hat an der Stelle, wo man sie installiert. Ne? Ansonsten wird es schwierig. Ne? Ja, okay, bin ich soweit durch. Also die ESCam QD608 kriegt von mir, den mache ich nochmal. Daumen zur Seite, weil sie ist nicht schlecht. Sie ist bloß zu teuer, meiner Meinung nach. Und das kommt als nächstes. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Von der Kamera hier wollte ich eigentlich gar kein Review machen. Aber ich mache dann ein Review aufgrund der vielen Nachfragen. Weil viele da auch scharf drauf sind. Weil ich habe ja schon gesagt, dass sie geil ist. Ne? Also ich meine, da bin ich noch in der Testphase. Das muss ich noch genau eruieren. Das Ding funkt im 2,4 GHz, im 5 GHz Netz. Und
Also kann alles, was auch die 410 kann, nur noch abgedrehter. Ne? Völlig irre, das Teil. Ne? Also Wahnsinn. Also richtig, richtig gut. Ihr merkt schon, da ist meine Begeisterung also richtig groß. Ne? Und auch die Funktionalität und diese ganzen Sachen, da kann man alles mitmachen. Man kann über das Webinterface zugreifen, man kann das Ding einbinden in die Synology Synology, man kann das mit der App, mit der Reolink-App benutzen, so wie man alle Reolink-Produkte benutzt. Also unglaublich auch die Einstellmöglichkeiten, die man hat. Unglaublich, was das da an Möglichkeiten gibt. Also wirklich verrückt, das Teil. Echt universell. Ne? Also universell, wirklich. Gut, das Zukunftsmusik, das Review kommt dann irgendwann. Wann genau, weiß ich noch nicht. Jetzt habe ich erstmal den nächsten Tag einige andere Sachen um die Ohren. Und dann will ich natürlich auch noch hier so ein, hatte ich ja angekündigt, auch ein Ladevideo machen zum Hyundai Kona oder allgemein zu E-Mobilität. So eine Art Basic-Kurs, worauf man da zu achten hat. Der E-Auto-Profi bin ich natürlich nicht, aber ich bin natürlich, was die technischen Sachen angeht, soweit firm, dass ich euch das erklären kann. Gut, es ist auch keine Wissenschaft, aber es ist doch ein bisschen kompliziert und es ist schwierig zu vermitteln. Und ich hoffe mal, dass ich mit diesem Video, ich hoffe mal, dass ich das Talent habe, euch diese Information möglichst plausibel und verständlich rüberzubringen. Viele sagen ja immer, Pelle, du erklärst die Sachen so, dass man sie auch versteht. Ich habe sie woanders 5-mal gehört und nie verstanden. Du hast sie so erklärt, dass selbst der dümmste anzunehmende User begreift, worum es da eigentlich geht beim Laden von einem Elektroauto. Ja, Geschwindigkeit ist völlig unwichtig. Also das begreifen die meisten nicht. Geschwindigkeit spielt bei einem Elektroauto. Die Ladegeschwindigkeit bei einem Elektroauto ist im Grunde genommen mit das Unwichtigste überhaupt, weil das bekommt man immer voll mit jeder Schuko-Steckdose. So halbwegs. Außer man hat natürlich 64, 75, 90 oder 100 kW Akku, den man dazu laden hat. Dann kann man das natürlich vergessen. Ne? Aber jedes normale Elektroauto bis 40 kW Akku, da gibt es überhaupt keine Sorgen, was das Laden per Steckdose angeht. Ne? Und dann zeige ich euch auch nochmal den Ladeziegel, wie sowas funktioniert mit den 8, 10 und 12 Ampere, wie das mit den Strömen nachher genau aussieht, wie das im Kona aussieht. Da werde ich mir ein bisschen Mühe geben. Ich werde euch auch die Typ 2 Stecker zeigen, worauf man da zu achten hat. Ich habe einen 20 Ampere kodierten Typ 2 Stecker, den liegt Hyundai ja bei. Allerdings kann ich den nur als 16 Ampere benutzen. Wann macht ein 32 Ampere Typ 2 Ladekabel Sinn, mit welchen Ladeströmen kann man denn da arbeiten und solche Geschichten. Das werde ich euch alles erzählen. Das ist aber kommt wahrscheinlich in dem nächsten Video. Ein, wie ich finde, ziemlich interessantes und spannendes Video. Und ja, bis dahin bleibt mir gewogen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt mir einen Daumen rauf. Sollte euch dieses Video nicht gefallen haben, schaut keine weiteren Videos, weil meine Videos sind alle so, wie sie sind. So gruselig dann für den entsprechenden Menschen oder eben so wunderbar. Ne? Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Es war ein bisschen sehr, sehr trocken, weil ganz so viel gibt es ja nun auch nicht zu erzählen von dem. Obwohl, ihr habt gemerkt, ich habe noch eine ganze Menge zu erzählen gehabt und auch eine ganze Menge Kritikpunkte, die mir an dem Teil nicht wirklich gefallen. Ne? Aber auch viele Sachen, die okay sind. Ne? Aber es bleibt halt ein komischer Nachgeschmack. Muss man gucken, ob man die behält. Ne? Die Kamera, ich weiß es nicht. Ne? Also war ja eigentlich für mein Carport geplant, aber ganz so sicher bin ich mir da mittlerweile auch nicht mehr. Naja, kann die Sachen ja zurückgeben im Zweifel. Ne? Aber wer die Anwendung hat, ja, gerne, macht es. Ne? Oder lasst es bleiben. Mir ist es egal. Da bin ich absolut neutral. So, jedenfalls, bis jetzt alles zuerst Cam QF608 und als nächstes kommt die, da könnt ihr euch drauf freuen, als nächstes Hardware-Review kommt die Reolink C2 Pro. Das ist das allerbeste, was es momentan für die Innenüberwachung zu kaufen gibt. Weil, ich hatte euch erzählt, meine Foscam-Kamera, auch zweifacher optischer Zoom, ey, die kommt doch noch nicht mal annähernd gegen das Teil an. Also das Ding ist echt brutal. Ne? Und die Foscam, ich meine, die ist ja schon klasse, ne? Wo mir das Netzteil abgeraucht ist. Ne? Hm. Ja, die Kamera steht jetzt da, wo die Foscam steht. Und ja, man könnte das natürlich mit der Foscam mal vergleichen. Aber das wäre unfair, ne? Das wäre echt unfair. Die Foscam ist eine HD-Kamera, also die hat 1280 Pixel mal 960, 4:3. Und das Ding, das fesert euch weg, ne? Und vor allen Dingen auch der Preis fesert euch weg. Seid gespannt. Aber vorher mache ich noch ein Ladekabel-Video, glaube ich. Wieder ein bisschen was zur E-Mobilität. Weil das macht mir auch sehr, sehr großen Spaß. Frisst aber doch ein bisschen Zeit, ne? Auch viele Sachen auszuprobieren und auszutesten. Ich probiere immer ganz gerne Sachen aus, praktisch.
teste die Sachen so an. Und wie funktioniert das im Alltag? Also muss ich ganz ehrlich sagen, also E-Mobilität war für mich der absolute Volltreffer. Der Kona Electric ist für mich der absolute Volltreffer. Der Akku im Kona Electric ist für mich der absolute Volltreffer. Also die Größe, die Kapazität. Alles so, wie ich das eigentlich erwartet habe. Aber es gibt ja doch immer so ein paar Unsicherheiten, wo man denkt, oh, vielleicht ist das doch irgendwie schlecht, auch mit dem Verbrauch. Ist der Verbrauch nachher riesengroß oder sowas? Nein, absolut nicht. Der Verbrauch ist echt super gering. Ne? Man kann es natürlich komplett auf die Spitze treiben. Sagt ihr alle Verbraucher an und dann hier den nervösen Stromfuß und immer Vollgas. Ne? Und fahren wie begeistert, wie bekloppt. Ne? Ja klar, dann kriegt man auch 20 Kilowattstunden zusammen. Aber im normalen urbanen Raum ein Traum, das Auto. Wirklich klasse. Und da mache ich noch einige Videos. Wie gesagt, meine OBD2-Serie. Wie bringe ich mein Kona ins Internet? Kommt ja auch noch. Und welche OBD2-Module soll ich kaufen? Muss es denn ein 12, 20 oder 30 Euro Modul sein? Oder reicht auch ein 3 Euro Modul? Ihr könnt gespannt sein. So, jetzt höre ich auf, bevor ihr durchdreht. Jetzt höre ich auf. Gib euch nochmal ein Doppelpiece. Gib euch nochmal 2 Daumen nach oben von meiner Seite aus. Ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Besten. Und ich begrüße oder ich hoffe euch, oder ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es um die Ladekabel geht vom Elektroautos und allgemein das ganze Laden. Dieser ganze Ladefirlefanz, das wird auch ein interessantes Video. Bis dann, ne? Tschüss. Haut rein und schlaf gut. Süße Träume.